Club-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Es ist 13.45 Uhr. Ich sage hallo und herzlich willkommen live vom Biberer Berg. Das Ganze bei herrlichem Sonnenschein. So muss das sein, wenn unsere Engel spielen hier. Kickers Offenbach empfängt die Club FK Pirmasens. So nennt sich ja selbst die Club. Also, und ja, wir sind mal gespannt, denn das wird ein spannendes Spiel. Wir tun uns ja manchmal ein bisschen schwer gegen die unten spielen. Aber heute, das haben wir schon beschlossen, wird das nicht so sein. Und das darf auch mein Kollege nicht anders sehen. Da ist er, hallo und herzlich willkommen, Björn Matz. Einen schönen guten Tag euch. Natürlich wird es heute ein Fußballfest. Das Wetter ist perfekt, die Sonne scheint. Die Kickers-Fans stehen im wahrsten Sinne des Wortes in der Sonne. Genau, es ist alles angerichtet für einen wunderbaren Fußballnachmittag. Ich hoffe, wir können euch nur Gutes berichten. Das wollen wir. Und das Erste, was wir euch berichten können, das wäre zum Beispiel die Aufstellung der Offenbacher Kickers. Wir wollen gleich mal schauen. Björn, du bist da schlauer. Erzähl uns ein bisschen, wie wollen die Kickers spielen? Ja, wie werden die Kickers spielen? Nachdem wir jetzt die englische Woche hatten, das ist ja das letzte Spiel davon, werden wir gewohnt eigentlich wieder anfangen, wie wir es auch schon in den letzten Ligaspielen gesehen haben. Also fangen wir mal an, Richter im Tor, das ist sicherlich keine Überraschung. Dann werden wir wahrscheinlich mit einer, mit den drei Innenverteidigern, wie auch immer man es nennen möchte, spielen. Breitenbach, Schelnjetski und Okombova. Davor auf den Flügeln natürlich auch die Verteidiger, die natürlich die Außenbahnen wackern müssen. Zurück in der Mannschaft Ronny Marcos und Paul Milde, die ja jetzt erstmal geschont wurden in Fernwald und erst eingewechselt wurden. Davor Mittelfeld Husin Basic und davor jeweils Dennis und Boja. Und wir werden mit zwei Spitzen heute auflaufen, Hosina und Fetsch, die ja vorgestern beide getroffen haben. So ist es, das ist die erste Elf, so wollen wir spielen. Tuna Dennis, das kann ich an dieser Stelle sagen, da gibt es mittlerweile ein rechtskräftiges Urteil. 3-Spiele-Sperre zählt nicht für die Liga, aber für 3 Pokalspiele. Das heißt also, jetzt fürs Halbfinale und auch fürs Finale, falls wir weiterkämen, und auch für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde, wenn wir denn dorthin kommen. Ansonsten würde er sie mitnehmen in die neue Saison oder ja, wie auch immer. Also das ist schon mal eine Information vorab. Dann schauen wir mal, wie der OFC noch nachlegen könnte. Da hätten wir Angelo Tramontana mit dabei, Matteo Andacic, Lukas Hermes, Elsamed Ramay, Davut Tuma, Enes Zengin, Almin Mesanovic und Christian Stark. Ja, und jetzt werdet ihr euch fragen, was ist eigentlich mit Firat? Denn Firat, der hatte sich so ein bisschen verletzt, aber ich glaube, das war nur eine Blessur, das ist nicht ganz so schlimm. Aber du hast weitere Informationen? Nee, also gut, dann sage ich es. Ich habe weitere Informationen. Serkan Firat ist nicht dabei, ist mit Covid erkrankt. Also der muss aussetzen und muss warten, bis er sich wieder freitesten kann. Das wäre die erste Offenbacher, ja, der Kader sozusagen fürs heutige Spiel. Und jetzt wollen wir mal schauen, da haben wir zum Beispiel Zelenjetski. Den haben wir auch mal ganz besonders eingefangen. Denn Zelenjetski, der macht heute sein 77. Spiel, also da haben wir ihn schön im Bild. In Serie, wohlgemerkt. In Serie, das muss man sich mal überlegen. Also der Dauerbrenner Sebastian Zelenjetski, zuletzt war er auch bei der Pressekonferenz mit dabei. So, jetzt schauen wir aber natürlich mal, was die Gäste so mitgebracht haben an Aufgebot. Also, wie wird die Club spielen? Da haben wir es, Björn.
Ja, die spielen mit Schulz im Tor, davor mit Gries, Zimmer und Hammann. Dann die Außenverteidiger Kern und Grünnagel. Davor spielen, ja, den Namen muss man ein bisschen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Biafe. Also tut mir leid, kann ich richtig aussprechen. Cissé dazu und da vorne Hermann. Davor dann in den Spitzen wahrscheinlich Dimitriev und Phatos, ein alter Bekannter aus Offenbarer Zeiten. Ja. Neophytos. Neophytos, so heißt er. Und er hat ja bei mir gewohnt, oben unterm Dach. Also Konstantinos Neophytos, der Stürmer. Ganz, ganz sympathischer Bursche. Auch den haben wir, da können wir nochmal reinschauen, wo wir unseren Konstantinos Neophytos haben. Haben wir vorhin schon mal eingefangen. Und da müssten wir ihn zu sehen bekommen. Danke an die Regie, da haben wir ihn. Konstantinos Neophytos, der sympathische Grieche. So, das war die Aufstellung. Jetzt seid ihr erstmal rundum informiert. Jetzt zeigen wir euch nochmal ein paar tolle Partner. Und dann sind wir gleich wieder für euch da hier, wenn es hier richtig losgeht. Mit erneuter Aufstellung und allem, was ihr wissen müsst. Unterstütze deinen Verein. Mach's mit der MV24 Versicherungs-App. Trage als Fan oder Mitglied von Kickers Offenbach deine Versicherungsverträge in der MV24-App ein. So siehst du, mit welchen Tarifen du bares Geld sparen kannst und hast deine Versicherungen jederzeit und überall im Blick. Mit dem gesparten Geld kannst du zum Beispiel deinen Verein öfter bei den Spielen unterstützen oder Fanartikel kaufen oder. Von der günstigeren Prämie profitierst nicht nur du, sondern auch dein Verein. Denn alle Erlöse aus dieser Kooperation kommen Kickers Offenbach zugute. Und so funktioniert's. Anmelden, deine Verträge eintragen und ein gratis Shirt von Kickers Offenbach erhalten. Schon hast du den Überblick und eine echte Gewinnersituation für dich und deinen Verein. Jetzt mitmachen mit MV24 und dem OFC. Weitere Informationen findest du online. Von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers Offenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Aktiv. Kick es auf.
erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. So, da sind wir wieder und ich sage nochmal hallo und herzlich willkommen all denen, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wir haben eben schon ein bisschen die grundsätzlichen Informationen rübergebracht, live vom Biberer Berg. Ja, 6 Minuten noch, dann geht es hier so richtig los. Die Mannschaften, die sind schon vom Platz gegangen, also die sind jetzt tief in den Katakomben. Und ich würde sagen, für die, die später eingeschaltet haben, schauen wir nochmal an, was will der OFC heute aufbieten? Wer wird sich gegen Pirmasens heute hier aufstellen? Ja, unsere Aufstellung heute, David Richter im Tor, keine Überraschung. Dann da vorne Verteidigung, Breitenbach, Schelnjetski bei seinem 70. Spiel in Folge für den OFC. Daneben wird dann wahrscheinlich Jochen Bova spielen. Davor Marcos und Milde auf den Außenpositionen. Im Mittelfeld folgt dann Husin Basic. Davor Dennis und Bojai. Und im Sturm heute Hosina und Fetsch. Auf der Bank heute noch mit dabei Angelo Tramontana, unser Ersatztorhüter. Dann Matteo Andacic, Lukas Hermes. Es folgen noch Ramay, Tuma, Zengin, Misanovic und Stark. So, da hast du also schon mal die erste Elf aufgelistet und auch schon mal gesagt, wer noch spielen könnte. Ja, dann haben wir Serkan Fira, der ist heute nicht dabei. Er ist an Corona erkrankt, also muss einmal aussetzen. Und ja, Tuna Dennis, da hat es auch eine Entscheidung gegeben nach seinem Foulspiel. Was war da los? Ja, der wurde für den Hessen-Pokal letzte Woche hat er ja einen Foul begangen und wurde verurteilt zu einer Sperre von 3 Spielen. Das heißt, er wird dann in der ersten Pokal-Hauptrunde nächstes Jahr nicht dabei sein. Also es steht in die Fakt, dass wir im DFB-Pokal nächstes Jahr auf ihn verzichten müssen. Was ja die gute Nachricht ist, weil das bedeutet, dass wir Hessen-Pokal-Gewinner werden. 3 Spiele Sperre hat er bekommen und das heißt, er muss aussetzen, auch wenn es dann in den DFB-Pokal ginge. So, jetzt schauen wir mal die Gäste aus Pirmasens. Da unten tut sich noch nichts im Tunnel, aber dann schauen wir mal rein. Wie wollen denn die Gäste spielen? Auch da weißt du wie immer mehr. Ja, wie wollen die Gäste spielen? Die werden mit ihrem Torhüter Jan Schulz im Tor spielen. Davor mit Gries, Zimmer und Hammann. Die Außenpositionen werden besetzt werden von Kern und Grünnagel. Und davor spielen, jetzt komme ich wieder mit meinen Namensschwierigkeiten, dem Ampato Viafe und Cisse. Und davor, ja, es sieht ein bisschen offensiver aus, sollte wahrscheinlich gleich auf dem Platz stehen, während der taktischen Ausrichtung Hermann, Neophytos und Dimitriev. Ich denke mal, das werden wir gleich dann nochmal erklären, wenn sie auf dem Platz stehen. Ich denke mal, ganz offensiv, wie es bei uns jetzt aussieht, werden sie nicht da sein. Und noch mit dabei auf der Ersatzbank haben sie Ersatztorhüter Benjamin Reitz. Dazu noch Jonas Vogt, Nico Schaus, Lennart Vogt, Luca Eichhorn, Kevin Klein, Tim Hecker, Arman Adestani und Bastian Skorski. Weil du es gerade angesprochen hast, Konstantinos Neophytos, der Stürmer dort in den Reihen der Pirmasenser. Ganz sympathischer Grieche, war ja hier auch beim OFC und damals hat er hier bei mir gewohnt. Und ich glaube, wir haben ihn eingefangen, da schauen wir nochmal rein, ob wir das kriegen, damit ihr euch nochmal an ihn erinnert. Konstantinos Neophytos, da haben wir ihn schön im Bild, danke an die Regie. Also der sympathische Grieche. Schon jetzt des Längeren in den Reihen der Pirmasenser, war ja vorher beim FC Homburg, sah. Und jetzt, ja, wollen wir hoffen, dass er heute ein bisschen Ladehemmung hat. Ja, ich glaube, das ist nicht nur heute so. Pirmasens hat ja nicht unbedingt die stärkste Angriffswelle der Liga, um nicht zu sagen, sie haben die schlechteste, um es deutlich zu sagen. Und er hat für uns 2016-17 gespielt, 28 Spiele gemacht, 4 Tore geschossen. Diese Saison kam er auf 25 Spiele und hat 2 Tore nur gemacht. Also das Glück scheint ihm da nicht ganz so hold zu sein. Wie gesagt, Pirmasens mit den schlechtesten Angriff der Liga. Insgesamt nur 23 Tore geschossen. Also wird für die schwierig. Die haben auch die letzten 6 Spiele in Folge verloren. Nehmen wir es einfach mal als gutes Zeichen, dass wir heute dann, ja, die sind auch schon, ja, ich meine, die Saison ist noch nicht rum, aber sie stehen unten drin. Ich weiß nicht, wie groß sie sich noch Chancen auf den Klassenhalt ausrechnen. Also eigentlich ist alles gerichtet, dass wir heute ein schönes Fußballspiel erleben werden und hier die Kickers siegen sehen.
So, Max Beckmann, der schreibt das erste Mail. Er schreibt, wir machen uns keine Lenz, wir schlagen FK Pirmasens. Naja, was sich reibt, das ist gut. Hosina Fetsch und nochmal Hosina meint er, ein 3:0 soll's werden. Schauen wir mal, da hätten wir natürlich nichts dagegen. Und gucken wir, was sich da tut. In den Katakomben tut sich noch nichts. Also können wir nochmal die Aufstellung der Offenbacher Kickers einblenden. Warum denn eigentlich nicht? Da haben wir es nochmal. Richter im Tor in der Dreierabwehrkette. Zeleniecki, der Turm in der Schlacht rechts. Dann Okungboba links. Breitenbach neben ihm. Und dann davor Hussein Basic. Aber links Marcos, rechts Paul Milde. Bojaj und Dennis auf halb rechts bzw. halb links. Und dann der Doppelsturm Hosina und Matthias Fetsch haben ja beide zuletzt geknipst und sollten ja heute so richtig nochmal einen nachlegen wollen. Und das wäre natürlich auch genau das, was wir sehen wollen. Also, jetzt können wir nochmal, na, da schauen wir mal, da kommen schon die Pirmasenser. Also, da gucken wir mal, was da Schönes gibt. Wollen wir noch mal kurz nach den Pirmasenser schauen? Also kannst du noch mal ein bisschen Pirmasenser noch mal kurz verlesen? Nein, ich kann noch vor allem noch was zu den Trainern. Nee, jetzt geht's los. Warte, dann müssen wir rein. Also da kommen die Mannschaften. Also. Also los geht's mit dem OFC gegen FK Pirmasens. Die Teams kommen auf den Platz. André Sedlmayr, das ist der Mann unten an der Grasnarbe. Der hat einen gefangen. Und dann haben wir sie hier schön aufgereiht. Das Ganze, dieses Bild hier ist von Wolfgang Salfer mit den Specials. Und dann haben wir ganz, ganz, ganz von oben Robert Becker mit der Führungskamera. Der deckt jetzt sozusagen die Mannschaften zu. Da kommen sie unten raus. Dann haben wir am Stream den Kollegen. Da haben wir ihn, Tim Bossert, genau. Also der wird euch die Replays und so weiter einspielen. Und die Bildregie, die hat Thomas Kempf heute inne. Da ist er. So, dann kann es losgehen. Wir sind soweit und hier herrscht schon richtig gute Stimmung. Also, ich würde sagen, lieber Björn, es ist angerichtet. Es ist angerichtet. Es kann beginnen. Die Stimmung hier ist wirklich gut im Stadion. Also nicht mal, ich meine damit nicht, was auf den Tribünen los ist. Das ist auch ein guter Anfang für heute. Ihr hört es. Auch irgendwie die Menschen, die man hier trifft, mit denen man redet, die haben alle irgendwie eine gute Stimmung heute. Es ist irgendwie gelöst. Eine gewisse Euphorie ist wieder hochgekommen, nachdem wir jetzt die letzten Spiele in Folge gesiegt haben. Also hoffen wir mal, dass es heute so bleibt. Es spricht nichts dagegen, einen wunderschönen Nachmittag zu erleben. In der Sonne ist es sehr warm heute, es ist die besten Temperaturen, wenn man sich wünschen kann. Und schauen wir mal, ob Fetsch und Hosina heute wieder treffen. Was denkst du? Wir wünschen ihm alles Gute. Was denkst du? Fetsch und Hosina treffen heute? Wir haben erstmal Stefan Flauder begrüßt. Genau, der ist nämlich heute erstmals wieder hier am Biberer Berg. Also unser Capitano Stefan Flauder nach seiner Verletzung wird hier besonders begrüßt. Jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC, der ist im Spiel. Und Pirmasens erst einmal am Ball. Ja, und in der Ehrenloge, da ist heute Markus Wolf auch wieder zu Gast. Und Christoph Kakiusis. Und dann haben wir noch eine Menge Spieler, die eigentlich auch im Jugendbereich tätig waren. Da kommen wir gleich nachher noch mal drauf. Jetzt schauen wir erstmal aufs Feld, denn da ist der OFC erst einmal jetzt hier dabei, den Ball zu sichern. Und dann, ja, den Angriff vorzubereiten. Okungboba erstmal ins Zentrum gespielt. Hosin Basic mit dem, ja, da dem Stockfehler, da ist ihm der Ball versprungen. Und so kommen die Pirmasenser über die rechte Seite, schön reingeflankt und mit einer Faust dort Richter raus. Hat erst einmal die Kugel entschärft, dann kommen sie allerdings doch nochmal rein. Und da steigt er schon hoch. Ja, Konstantinos Neophytos, der Grieche. Und so ist das Bällchen erstmal entschärft. Dennoch kommen die Pirmasenser erneut, ja, über die linke Seite. Ja, die beginnen recht munter mitzuspielen, verstecken sich nicht. Das ist ja erstmal gut, also diese Spielweise tut uns gut. Aber jetzt kriegen sie auch direkt einen Freistoß an der Außenlinie. Ja, der Spieler ist auch liegen geblieben, aber scheint nicht verletzt zu sein. Er steht schon wieder auf. Gab es ein kleines Foul, deswegen gibt es jetzt Freistoß. Ja, tatsächlich, der OFC musste schon jetzt zwei Angriffe abwehren. Einmal ist Hussein Basic weggerutscht, hat den Ball verloren, hat dadurch einen Angriff ermöglicht. Naja, schauen wir mal, jetzt gibt es erstmal einen Freistoß. Wird sicher das Flanke hoch vor das Tor kommen. Und der Spieler läuft an. Ja, erstmal rausgeköpft. Zeleniecki souverän wieder. Und versucht des zweiten Balls. Aber der ist. Hat er versucht abzuziehen, aber zieht ihn rechts hoch übers Tor. Das war keine Gefahr. Wie gesagt, Gefahr. Der Angriff von Pirmasens ist generell nicht der gefährlichste der Liga. Sie bilden den schlechtesten Sturm. Stehen unten in der Tabelle drin.
Da gilt es jetzt, der Trainer hat es in der Pressekonferenz gesagt, geduldig zu spielen heute. Nicht mit Hurra-Fußball Chancen zu ermöglichen, sondern geduldig an sich selber glauben. Ich denke, das ist ein gutes Rezept heute. Gerade in der englischen Woche, die Beine sind vielleicht noch ein bisschen schwer. Man hat sich mit Regeneration letzter Zeit beschäftigt. Jetzt versucht der Hofseber mal, sehr schön versucht, schickt Hosina, aber noch ein Abwehrbein dazwischen und da muss er erstmal wieder abdrehen. War schön gemacht. Und jetzt erstmal wieder Pirmasens am Ball. Das ist die Nummer 16, Sascha Hamann. Und es gibt jetzt erstmal den Ball für Offenbach, für einen Einwurf vor den gesangskräftigen Kickers-Fans heute, die richtig gute Stimmung machen. Und ja, nach vorne geschlagen, versucht Fetsch zu suchen, aber erstmal rausgeköpft, wieder Hamann am Ball. Und ja, jetzt versuchen sie wieder, aber wieder rausgespielt. Ja, Stimmung, auch Pirmasens hat Fans mitgebracht, genau zwei. Die machen noch nicht viel Stimmung, aber sind auf jeden Fall da. Du hast die Hälfte unterschlagen. Vier sind es mittlerweile. Vier sind es. Ja. Also, Ronny Marcos erstmal zurückgespielt. Und das ist Okong Boba, der sich dort hier durchkämpft, das Bällchen durchsteckt auf Hosina. Allerdings, da kommt da ein bisschen nicht wirklich präzise. Die Pirmasenser kommen ihrerseits über die linke Seite. Jetzt erst einmal abgestoppt und da hinten, da kümmert sich Hosein Basic um den Kollegen und jetzt ist er ausgeschlagen. Einwurf wird es geben, der wird in den 16er reinfliegen. Aber die Pirmasenser, die sind ganz schön munter. Die zeigen an, wir sind hier nicht zum Spaß hergekommen. Naja, das ist, wenn man hier vor der Kulisse spielen darf, da ist, glaube ich, jede Mannschaft motiviert. Generell geht da keiner auf den Platz. Ich sage es jedes Mal, um zu verlieren. Die Spieler kommen, weil sie gewinnen wollen. Und gerade hier bei der Kulisse in Offenbach sind sie nochmal zusätzlich motiviert. Jetzt erstmal der Versuch dann, den Ball abzulegen. Und Drehschuss aber wurde gleich abgeblockt. Und Marcos sitzt am Ball links außen, schlägt den Wald nach vorne. Versucht Fetsch zu finden. Aber ja, dann kann er nicht kriegen an der Stelle. Und Boja versucht dazwischen zu gehen. Marcos jetzt wieder versucht zu stören. Aber noch kann Pirmasens den Ball behaupten. Und ja, aber Pirmasens wollte einen Foul haben, haben es nicht bekommen. Jetzt der Versuch über die Mitte. Tuner Dennis, schön nach außen verlagert auf Paul Milde. Der kann jetzt gehen, der hat einen Gegenspieler. Aber ich denke mal, jetzt flankt er, macht er auch. Ablage auf Hosina, Nachschuss. Ah, der Ball immer noch mit Ballbesitz. Und jetzt gab es einen Foul. Jetzt gab es einen Foul an der Strafraumkante. Das ist jetzt eine Top-Position für einen Freistoß. Exakt 17 Meter, fast zentrale Position. Leicht halbrechts versetzt. Und das will und wird sich wohl Tuner Dennis nicht nehmen lassen. Den wird er rauf zirkeln. Und jetzt schauen wir mal. Also, Freistoß OFC. Das Ganze in der fünften Spielminute. 0:0 steht es noch. Und jetzt tritt an. Tuner Dennis. Das Ganze, der Tatort ist doch noch ein bisschen nach hinten verlegt worden. Das sind also 19 Meter. Aber gut, das tut ihm keinen Abbruch. Schauen wir mal. Ist ja ein Ballakrobat. Hat ihn sich sogar noch 50 Zentimeter zurückgelegt. Warum? Damit er besser über die Mauer drüber kommt. Und der Schiri, der wird das Bällchen jetzt gleich freigeben. Dann schauen wir ganz genau hin. Also, jetzt ist er freigegeben. Tuner Dennis, er tritt an, schießt und Tor! 1:0 für den OFC. Tuner Dennis hat getroffen. Damen groß im Bild. Donnerschlag. So geht's richtig vorwärts. So geht's vorwärts. Einen wunderschönen Freistoß geschossen. Direkt ins Tor reingezimmert. Fünfte Spielminute, der OFC geht 1:0 in Führung und der Biberer Berg bebt. Da seht ihr es nochmal. Der Schiri gibt das Spiel für den Ball frei und er zirkelt ihn wunderbar ins Eck, humorlos. Was soll man dazu noch sagen? Er macht das wie schon so oft. Ein wunderschönes Freistoßtor und wir gehen 1:0 in Führung. Meine Damen und Herren, liebe Fans, wir haben die sechste Spielminute. Und jetzt genießt die Stimmung. So kann es weitergehen. Erfolgreich. Also Riesenstimmung hier auf Bibershöhen, 1:0, das Ganze schon in der sechsten Minute, so soll es sein. Aber es ist schon merkwürdig, denn die Pirmasenser, die hatten eigentlich sogar bis dahin ein bisschen mehr vom Spiel gut. Das war jetzt die Anfangsphase, die ersten 3-4 Minuten. Und dann der OFC im Grunde mit seiner ersten Möglichkeit macht er das Ding. Ja, natürlich, aber Pirmasens versucht jetzt erstmal nach vorne zu gehen, ist schon im Strafraum. Und ja, der wird nicht gefährlich werden. Ja, Pirmasens, ich habe gesagt, hat den schwächsten Angriff, hat auch mit die schlechteste Abwehr der Liga. Das war ein schöner Angriff eben. Das Foul war auch ungeschickt an der Stelle, war ja schon fast im Strafraum. Solche Fouls darf man uns nicht geben. Dazu haben wir einfach zu gute Freistoßschützen. Aber jetzt wieder Pirmasens mit Versuch und zieht den Ball übers Tor. Das war nichts. Und jetzt wird es natürlich für die Spieler in Blau richtig, richtig schwer.
Die Klub, die Pfälzer, die werden es schwer haben. Jetzt hier wieder, die müssen noch weiter aufmachen. Der OFC hat erstmal ein Tor geschossen, kann sich jetzt erstmal eine gewisse Sicherheit rausspielen. Und ich denke mal, das wird es so weitergehen. Ihr hört es, steht auf, wenn ihr Kickers seid. Es ist eine fantastische Stimmung hier. Es macht richtig Spaß. Und während ich es erzähle, der lange Ball nach vorne, wieder auf Paul Milde, so ähnlich wie wir es gerade schon versucht hatten. Abgelegt auf Hosina, da kommt erstmal nicht an den Ball. Jetzt aber wieder der Versuch zu stören, aber jetzt noch zwei Blaue am Ball. Husin Basic kriegt den Ball nicht, muss erstmal durchlassen. Und Breitenbach jetzt nachgesetzt, hervorragend nochmal gestört, aber ist der Ball wieder leider in die Reihe der Blauen. Jetzt Markus muss den Ball holen, macht das auch. Und ja, wo zeigt er hin? Einwurf für Pirmasens. Ja, ich glaube, da lag der Schiri richtig. Sei es drum, da holen wir uns den Ball jetzt wieder. In der Außenlinie der Grünnagel holt erstmal den nächsten Einwurf raus. Ungefähr 20 Meter von der Torauslinie, rechte Seite. Pirmasens spielt jetzt auf das Biberer Tor, aber schlecht gemacht. Husin Basic mit dem Ball da vorne. Hosina kann den Ball erstmal annehmen mit seiner Klasse, ablegen auf Fetsch. Aber da hat das Doppelpassspiel nicht funktioniert. Da wollte Fetsch zurückspielen, aber Hosina war in einer anderen Richtung unterwegs. Leider nicht geklappt. Deswegen jetzt mal wieder Grünnagel mit der Nummer 17. Versucht da jemanden zu schicken, aber da ist meilenweit kein Spieler. Den hat er uns einfach geschenkt. Vielen Dank dafür, den nehmen wir gerne an. Und jetzt erstmal Abstoß von David Richter. Ja, das ist ein Auftakt nach Maß. In der sechsten Minute hat es bereits eingeschlagen. 1-0, Tuna Dennis. Freistoß. Im Grunde mit Ansagen. Wir wussten es alle, dass er das Ding macht. Und jetzt wird es an der Anzeigetafel gerade nochmal gezeigt. Also, was wir hier im Kickers TV gerade gesendet haben. Tolle Sache. Und der OFC führt. Und er ist schon wieder im Vorwärtsgang mit Hosina auf der linken Seite. Geht er jetzt wieder ein bisschen rein. Dann hat er gleich drei, die das Bollwerk vor ihm stellen. Und dann abgelegt. Noch einmal der OFC. Boyai. Jetzt kommt die Flanke vorne rein. Und dann fliegt Hosina um Haaresbreite vorbei. Donnerschlag, der OFC jetzt wie aufgedreht. Und er hat das wunderbar gemacht, er hat den Ball gehalten, er konnte sich drehen. Er hat da vorne gezaubert, Bojai mit der Flanke rein, die war auch richtig gut. Und dann verpasst er ihn um einen Schritt. Schade, schade, aber es war ein hervorragender Angriff. Und er hat da 3-4 Abwehrspieler beschäftigt. Das ist eine Klasse, das kann er. Ich denke mal, wir werden noch mehr Spaß an ihm haben. Der hatte ja ein bisschen schwierig gehabt, hier anzukommen. Aber ich bin nach wie vor großer Fan von Hosina. Er hat eine hervorragende Technik. Jetzt liegt da erstmal ein permanenter Spieler. Der scheint sich auch verletzt zu haben. Weiß ich, ja, jetzt seht ihr das auch. Genau, ist da genau vor der Trainerbank liegen geblieben. Ja, aber spielt jetzt wieder, also hoffen wir, dass er weiter auch spielen kann. Und da will ich jetzt mal hier eine ganz, ganz bewegende Mail verlesen. Lieber Lars, regelmäßig grüßt er während der Kommentierung. Für das heutige Spiel grüßt Valentin aus der Ukraine ganz herzlich. Und jetzt muss er ein bisschen weiter ausholen, aber da müssen wir erst mal schauen jetzt, denn das ist sehr, sehr bewegend. Denn der Ball, der ist jetzt erneut im Seitenhaus, da versuche ich es mal. Also er hat eigentlich so ein paar Lieblingsvereine, Union Berlin, St. Pauli, Kaiserslautern und so weiter. Aber er war mit dem beim Fanmuseum hier in Offenbach, hat ein Kickers-Spiel gesehen und seitdem ist er nur noch für den OFC. Das schlägt sein Herz in Rot-Weiß. Und jetzt ist er hier bei der Freiwilligen Miliz, kämpft also in der Ukraine gegen die russische Besatzung. Und er sagt, jetzt muss ich eine Auszeit nehmen. Hier und jetzt muss ich Kickers TV schauen. Er ist jetzt am Biberer Berg. Da kann ich nur sagen, Gänsehaut pur. Gänsehaut pur, ja. Generell, was da gerade im Osten passiert, das lässt mich nicht kalt, das lässt dich nicht kalt, das weiß ich. Und lieber Valentin, wir wissen, du kämpfst für die Ukraine, aber du kämpfst auch für uns. Danke. Ja, er hält die Fahne des OFCs hoch, aber ich wünsche dir alles, alles Gute. Komm da gesund raus. Ich hoffe, deiner Familie geht es gut. Ich finde es ganz, ganz entsetzlich, was da passiert. Aber jetzt erstmal wieder angeworfen, hier über die rechte Seite. Da ist jetzt Platz, da kann gehen. Die Flanke kommt aber leider. Da war es ein Torschussflanke. Ziegelt auf jeden Fall sowohl am Angreifer als auch am Tor vorbei. Guter Versuch, schön gemacht. Aber jetzt gibt es trotzdem erstmal Abschluss. Jetzt sehen wir es, glaube ich, nochmal. Da, der Ball. Jetzt kommt der Schuss, der Flankenversuch. Und da wäre Hosin in der Mitte frei gewesen, aber verpasst sowohl Hosin als auch das Tor. Aber es war die richtige Richtung. Jetzt sieht er schon wieder. Hosina presst wieder drauf. Die versuchen hier Pirmasens hinten einzuspüren. Machen sie sehr gut. Zwingen sie zu dem weiten Ball nach vorne. Und ihr seht auch den Einsatz, wie draufgegangen wird. Es wird hier kein Zweikampf hergestellt. Hosin Basic mit dem Ball gewinnen. Ja, und jetzt versucht er erst einmal ja, ein bisschen das Spiel zu beruhigen. Dann geht es weiter über Breitenbach und dann ganz vor die Waldemar Klein-Tribüte auf der rechten Seite. Ja, vielen Dank an Bert Hartmann, der uns dieses Mail hier übersetzt hat. Und Grüße an Valentin. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr beeindruckt. Nicht nur was das Spiel angeht, vor allen Dingen auch was dieses Mail angeht. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. So, jetzt ja, gucken wir nochmal. 12 Minuten gespielt, 1-0 für der OFC. Und es wird wohl Einwurf geben, direkt vor der Waldemar-Klein-Tribüne. Ja. Für die Klub. Ja, genau, die Pfälzer, da ist der Versuch des langen Balls, da vorne ist uns ausgegangen. Deswegen jetzt Pirmasens am Ball, auch ein alter Traditionsklub. Wir haben uns schon einige Male gesehen. Unsere Heimbilanz vielleicht nebenbei.
10 Spiele, 6 Siege, 3 Mal unentschieden, eine Niederlage nur. Aber auch in den früheren Zeiten, Pirmasens hat auch schon mehrmals in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga teilgenommen, hat sich auch da mal den OFC alt aussehen lassen, das war nicht unsere beste Zeit. Also in der Aufstiegsrunde zumindest nicht. Also ein langer Traditionsclub gibt es seit 1903. Ja, was soll man sagen? Versuchen wir mal, dass wir heute hier diese Heimbilanz fortsetzen. Aber jetzt erstmal wieder Pirmasens mit dem Versuch nach vorne zu gehen. Nummer 26, wir haben draußen, aber erstmal auf Kosten eines Einwurfs geklärt. Über die rechte Seite die Pirmasens unterwegs, ganz in Blau gehalten. Und da kommt er noch dran, tatsächlich, aber dann ist er gepresst. Es wird Ecke geben von der rechten Seite, präsentiert von Paddy Protect, unserem super starken Partner. Danke an Dr. Olaf Schiller und sein geiles Team, das kann man nicht anders sagen. Also jetzt Ecke für Pirmasens von rechts. Dann habe ich hier noch nachträgliche Geburtstagsgrüße an Heike Wendler zum 50. von Stan und Mario Gilbert und Familie. Jetzt schauen wir, dass die Ecke gleich entschärft wird hier. Da kommt sie reingeflogen. Dann steigt erst einmal Fett schön hoch, der dort hinten ja, sich mit eingeschaltet hat. Pirmasenser versucht es nochmal über die linke Seite, dann schön rausgeklärt. Und jetzt vielleicht in der Umschaltbewegung. Ja, Fett erstmal rausgeschlagen. Aber da war so niemand so recht. Und so geht er ganz bis rüber zu Jan Schulz. Das ist der Schlussmann auf Pirmasenser Seite. Der Mann mit der 27 im froschgrünen Trikot. Bojai, jetzt erstmal in der Drehung. Da kommen gleich drei auf ihn zu. Dennoch kann er den Ball erstmal behaupten. Ronny Marcos, ja, der wird dort niedergemacht. Freistoß wird es geben für den OFC. Noch in der eigenen Hälfte. Und das ist Okungboba, der sich das Bällchen schnappt in der 14. Minute beim Stande von 1:0. Genau. Ja, werden alle nach vorne dirigiert. Sortieren sie auch in die Richtung des. Ja, jetzt kommt der lange Ball nach vorne. Versuch, wieder die Ablage über Hosina, hat diesmal nicht geklappt. Und jetzt muss es im Basis dazwischen gehen und er, ja, ganz souverän den Ball übernommen. Also schöne Balleroberung, Mittelfeld, gewinnen wir auch Zweikämpfe, machen das ganz gut. Jetzt wieder der Versuch des langen Balls nach vorne, aber da wäre erstens Fetsch, glaube ich, im Abseits gewesen. Zweitens kommt er dann 100 Jahre nicht dran. Der ist auch verzogen. Ja, nach den ganzen Spielen auf Kunstrasen muss man sich erstmal wieder an den normalen Platz gewöhnen, denke ich. Also endlich wieder ein normaler Fußballplatz, auf dem wir heute spielen dürfen. Ich will jetzt mal unseren lieben Kollegen Thomas Ohanka grüßen, unseren Kickers-TV-Kollegen. Der liegt nämlich mit Covid in Quarantäne im Bett und der hat es richtig schlimm erwischt. Also ganz, ganz herzliche, liebe Genesungswünsche. Und wir tun alles, dass du schnell genesen bist. Der OFC tut auch alles. Er hat schon getroffen und er kommt auch jetzt wieder über die linke Seite. Aber dann erst einmal unterbunden. Ah, und schon ist der OFC zurück mit Bojai. Jetzt vielleicht Flanke. Nee, der versucht das erste Mal im Zweikampf ganz auf der linken Außenbahn. Direkt vor der Linie. Da muss sich jemand anbieten. Hussein Basic, der hat die Kugel direkt drauf. Hau, das macht er auch. Aufsetzer, gar nicht mal so ungefährlich. Dennoch ist dort Jan Schulz auf dem Posten, hat die Situation geklärt. Und habt ihr gesehen, wie Bojai sich in der Außenlinie durchgesetzt hat. Hat den Zweikampf gesucht, hat den Pirmasenser da dumm aussehen lassen. Hat mal gezeigt, ich bin hier, das ist mein Ball, ich setze mich hier durch. Hat er richtig stark gemacht. Und das war ein ganz, ganz schwacher Abschlag vom Torhüter. Was hat er denn da gemacht? Direkt zurückgespielt, Hosina. Aber wohl im Abseits, der war zu lang. Der hat nicht damit gerechnet, dass es so einen schlechten Abschlag gibt. Der konnte gar nicht rechtzeitig schnell genug rauslaufen. Schade. War ein guter Versuch des Konters. Aber wirklich, was ist denn mit dem Torhüter los? Der ist ja ganz von Sinnen gewesen. Naja, 16. Minute, 1:0 der OFC vorne, für die später eingeschaltet haben. Tuner Dennis hat getroffen, aus exakt 19 Metern, halbrecht versetzt, fast zentral. Und das ist natürlich seine Lieblingsposition. Und so zwirbelt er das Ding einfach ins Eck. Und schon stand es 1:0 für den OFC. Schon nach 6 Minuten. Jetzt Einwurf Pirmasens. Da habt ihr es. Unser Kollege direkt an der Grasnarbe hat es gut eingefangen. Die Regie zeigt es uns. Und das ist Grünhagel. Ja, da haben wir ihn wieder im Bild. Ja, dann großer Einsatz von Bojai. Der geht erstmal beherzt dazwischen. Dennoch gepfiffen. Freistoß OFC. Schon in der Hälfte der Pirmasenser. Machen aber keine Anstalten, unsere Buben. Wollen das konzentriert angehen. Ach, da hinten. Ja, ganz nach hinten wird der Tatort verlegt. Okungboba. Ja, lässt sich Zeit. Schaut erst einmal, wo kann ich hinspielen? Ah, vorne steht Fetsch, Hosina. Aber spiel erst mal ganz zurück. Keine schlechte Wahl auf Richter. Genau. Ihr seht es jetzt nicht, wir haben ihn genau vor uns. Gedo Ristrich ist hier wild am Gestikulieren, schickt die Mannschaft nach vorne, dirigiert sie nach vorne tatsächlich. Auch sehr, sehr engagiert hier gerade dabei. Ja, während der Ball in unsere Abwehr reingreist, auch
Pirmasens hat einen jungen Trainer, Kevin Stotz, 31 Jahre alt, seine erste Station als Cheftrainer, hat bei Felix Magath gelernt. Also laufen werden sie können und das werden sie auch müssen. Liegen schon 1-0 hinten. Jetzt wieder der Versuch über Dimitrijev ist das, glaube ich. Nein, Cisse, im Zweikampf mit Chelnyetski und der macht das ganz geschickt, spielt ihn an und da rollt der Booster, der Ball von dem blauen Bein sozusagen hinter die Torauslinie. Es gibt Abstoß OFC. Ja, wenn man es jetzt, ihr seht es jetzt leider die Totale nicht. Pirmasens steht sehr, sehr weit vorne mit zwei Spielern in unserem Strafraum beim Abschlag. Also sie müssen sehr, sehr weit aufmachen, um das jetzt noch räumen hinzukriegen. Ich finde das sehr mutig, wie sie hier stehen. Weiß auch nicht, ob das so clever ist, aber es steht mir kein Urteil zu. Jetzt gibt es auch einen Abschlag von Richter. Ja, ebenso grün gekleidet wie sein Torwartkollege auf der anderen Seite. Und dann kommt Pirmasens, ja, übers Zentrum. Aber schön geklärt von Okungboba auf Ronny Marcos abgelegt. Und dann kommt der Postwenden zurück. Außer Rennen. Okungboba und Hussein Basic im Verbund. Geht's rüber auf die rechte Seite. Breitenbach, der macht das Spiel in der Tat namensgerecht etwas breiter. Ganz auf der Außenbahn war er unterwegs. Chelenjetski, der trabt jetzt erstmal mit der Kugel. Geht's dann wieder rüber auf Breitenbach. Halbrechte Verbindung, rechts rausgelegt. Mit dem Kopf verlängert, Hosina gesucht und gefunden. Allerdings habe ich da auch ein Foulspiel gesehen, der Schiri auch. Und das wird Freistoß geben hier vor der Waldemar-Kleintribüne. Freistoß vor der Waldemar-Kleintribüne, genau. Da wäre er fast durch gewesen, wollte ablegen. Aber den Vorteil hat der Schiri dann abgebrochen, weil er dann doch keine Chance draus geworden ist. Hat er gut gemacht, hat er es gewartet. Und jetzt wird es erstmal Freistoß geben. In der rechten Seite, kurz in der Mittellinie. Auf der Sonnenseite des Spielfeldes, ihr seht den Schatten. Schauen wir mal, ob es was ist. Da kommt der reingeflogen. Neofitos, der klärt dort hinten, hilft dort mit aus als Stürmer. Und der OFC kommt erneut mit. Ja, jetzt wird Elfmeter gefordert. Chelenjetski kam da zu Fall. Aber das war nicht genug. Das war nicht genug. Zumindest für den Schiri. Und so geht es weiter hier mit dem OFC. Da lässt er schön den Vorteil laufen. Also schöner Crosspass rüber auf Fetsch. Der wird dort gesucht. Allerdings direkt in die Fänge von Jan Schulz, dem Schlussmann. Der Pirmasenser. Und die haben es jetzt eilig über rechts. Ja, die haben es eilig. Aber während den Angriff durchs Mittelfeld spielen, na, erstmal der Ball wieder weg. Aber Lars, ich kann dir was Interessantes erzählen. In der 12. Minute hat Elversberg das 0-1 schlucken müssen. Sie liegen 1-0 hinten. Ja, schauen wir mal. Aber wir schauen erstmal nur auf uns. Jetzt kommt nämlich erstmal Pirmasens. Die ziehen dann ab am Strafraum der Offenbacher. Und dann wird er per Herz geklärt. Wieder war es Chelenjetski. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Wie der VW-Käfer. Wie der VW-Käfer, ja. In der Pressekonferenz hat er ja gesagt, dass er ja sehr dankbar ist, dass er auch jetzt die Verantwortung tragen darf, Kapitän zu sein, dass ihm das viel Spaß macht. Er hat den Ball auch gerade wieder souverän abgelaufen. Also, es steht 1-0. 20 Minuten sind gleich gespielt. David Richter am Ball. Der wird jetzt einen Abschlag machen. Jetzt stehen schon drei gegnerische Spieler direkt vor dem Strafraum. Während jetzt Breiten Okungboba den Ball erstmal zu mir zurückspielt. Jetzt stehen die dann wirklich sehr, sehr offensiv. Jetzt der Versuch des weiten Balls nach vorne. Hosina. Tief in der eigenen Hälfte, versucht sich durchzusetzen, Ball zu holen. Und jetzt erstmal Einwurf an der Mittellinie gewonnen. Milde wirft auf Hussein Basic. Der dreht jetzt wieder ab, geht nach hinten. Über Breitenbach, Chelnyetski. Markus links vorne ganz frei. Und Boja jetzt hat man Ball, der hat sich schon ein paar Mal gut durchsetzen können. Der schaut, dreht und jetzt schickt der Markus. Aber leider ein Bein dazwischen. Das war nicht sauber genug gespielt. Und jetzt, ja, die Räume waren gut zugestellt. Da musste Grünnagel in der Mitte erstmal zurückspielen. Jetzt wieder Markus mit der Balleroberung. Fetsch abgelegt in die Mitte auf Tuna Dennis. Der spielt aber erstmal zurück auf Breitenbach. Versuchen jetzt wieder ein bisschen das Spiel zu sortieren. Wieder über die Mitte. Paul Milde jetzt rechts außen. Breitenbach, Doppelzuspiel. Ja, Hosiner schickt Milde schön. Der kann den Ball auch zwar nicht kriegen, aber zumindest einen Einwurf rausholen. Fast an der Höhe des 16ers von Pirmasens. Wird sicherlich Milde gleich weit einwerfen. Der kann auch sehr weit werfen, aber der Schiri hat erstmal noch was zu reklamieren. Da gab es wohl einen Becher am Spielfeld dran, das habe ich jetzt nicht genau gesehen. So, weiter geht's. Milde mit dem Einwurf. Fetsch im Strafraum. Tunay, Ball kommt rein. Einmal verlängert. Und zweites Mal, dass jetzt der Einwurf kommen wird, ähnliche Position. Erstmal rausgeköpft. Tunay Dennis mit dabei, vorne drin. Okungboba sichert hinten ab. Chelnyetski auch.
Kommt hoch rein, wieder rausgeköpft. Keine Gefahr, aber... Ah, jetzt mal eine Umschaltbewegung, die Pirmasens, aber dann vertändelt er hier sozusagen. Da hat er zu viel Respekt vor den UFC-Fans gehabt hier. Und wir schauen nochmal nach dem Tor des Tages bis jetzt hier, Tonai Dennis. Das können wir jetzt mal hier einflechten, da haben wir es nämlich. Herrlicher Freistoß, 19,5 Meter und dann macht es zack und da ist er links drin. Danke an die Regie und jetzt geht's hier weiter live mit Pirmasens durchs Zentrum, aber dann ganz sauber abgelaufen von Ronny Marcos, der hat da keine Mühe mit. Und kann den Ball kontrollieren, zurückspielen auf Osarenren, Okongboba, Zelenetsky und dann geht's raus auf Breitenbach, der sich heute sehr, sehr viel auf der Außenbahn natürlich auffällt. Jetzt kommt der weit öffnende Pass, allerdings war der ein bisschen zu weit und so kam da auch Osina nicht wirklich ans Spielgerät. Jetzt die Pirmasenser versuchen es, Zelenetsky dazwischen und schön geklärt auf Offenbacher Seite. Der Angriff läuft über links, Ronny Marcos. Ronny Marcos, ja, und es scheint so, als wenn Pirmasens auch schon den ersten Spieler zum Aufwechseln schickt. Jetzt Ronny Marcos ist erstmal links durch, hat ganz viel Platz. Wieder die Spitzen stehen vor dem Tor, die Flanke kommt und jetzt muss er schießen, das setzt sich durch und abgeblockt gehalten. Tuna Dennis immer noch am Ball. Jetzt geht er wieder an die Kante vom 16er. Jetzt wird er erstmal nicht entscheidend gestört, hat den Ball immer noch. Schießt den Pirmasenser an und es wird eigentlich Ecke geben, das hat der Schiri auch so gesehen. Also die erste Ecke vom UFC für links. Es steht jetzt nach Ecken 1:2. Ecke für den UFC von der linken Seite. Da haben wir es nochmal, die Situation. Also das war die nächste Möglichkeit. Und jetzt schauen wir. Tuna Dennis, der Torschütze, jetzt beim Eckball. Und dann gucken wir. Ja. Jetzt kommt er reingeflogen, scharf geschossen auf den ersten Pfosten, aber da stehen sie erst einmal in Verteidigung. Nachgezogen noch einmal. Naja, jetzt ist dort großes Getümmel, der UFC kommt. Hosina abgezogen und dann glänzt dort. Glanzparade, denn Zelenetsky, der hat es versucht mit dem Seitfallzieher. Akrobatisch, der ja, Abwehrrecke, der kann es auch vorne. Schaut euch das an, zack, und was für ein geiler Reflex auch hier. Von Jan Schulz, dem Schlussmann aus Pirmasens. Warum gibt es eigentlich keine Ecke? Ja, ist ja nicht. Wunderbar ins Auspariert. Und da gibt's, weil er so gut pariert hat, darf er jetzt auch abstoßen. Ja, es ist sonderbar. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Aber war doch eine geile Aktion von beiden, ne? Von Zelenetsky und vom Torhüter. Hast du gesehen, wie Zelenetsky sich gefreut hat, als er wie Richter da weggelaufen ist? Da musst du selber lachen über die Aktion. Also war super Versuch und eine super Parade. Wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht, warum es Abschluss gibt. Vielleicht gab es da noch einen Abseits oder irgendwas vorher. Ist egal, der Ball war eh nicht drin. Habe jetzt aber wieder Fetsch am Ball. Kabuya auf ihn abgelegt. Und jetzt wurde auf hinten geschubst und es gibt da... Ja, ein Freistoß. Das war die Nummer 17. Die hat ein bisschen geschubst und Pirmasens diskutieren jetzt schon untereinander gerade ein bisschen. Und erstmal zurückgespielt, Zelenetsky. Mega Schussversuch. Ja, das waren eben gerade zwei richtig gute Chancen. Und der Torhüter von Pirmasens, Jan Schulz, hat jetzt schon zweimal richtig gut gerettet. Sonst hätten wir schon mehr als ein Tor geschossen. Jetzt erstmal wieder David Richter, wird von zwei angelaufen, schlägt den Ball hoch und weit, fast auf das Dach der Waldemar-Klein-Tribüne. Aber er wäre noch im Spiel gewesen und der Ball ist auch immer noch im Spiel. Jetzt wieder stört erstmal Husim Basic. Der Ball wird auch von den Kickers erobert, aber der Versuch nach vorne zu spielen war ein bisschen schlampig gemacht. Da müssen sie noch ein bisschen präziser werden. Julian Kern dort im Mittelfeld, auffällig, der kleine, aber flinke Quirl, da haben wir ihn wieder, yes is er, Julian Kern, jetzt versucht er vorne reinzupassen, aber Zelenetsky, der räumt erst einmal ab, dennoch kommt er noch einmal zurück. Naja, und hier bietet sich mehr und mehr das Motto an, der Platz ist klein, aber hoch und so versuchen sie es hier übers achte Stockwerk. Ja, also sie haben über unsere Abwehr drüber geschossen, aber auch deutlich, deutlich, deutlich über das Tor. Deswegen gibt es erneut Abstoß von David Richter, der jetzt erstmal die Trinkflasche nehmen kann, weil es eine Verletzungsunterbrechung gibt. Da liegt ein Permanenzer, der krümmt sich auch vor Schmerzen. Der muss jetzt auch behandelt werden, die Betreuer kommen auf den Platz. Das ist die Nummer 11, wenn ich es richtig gesehen habe. Nummer 11, das wäre dann Philipp Herrmann, der da jetzt behandelt werden muss. Die Spieler nutzen die Gelegenheit zur Trinkpause. Sreto Ristić gibt nochmal taktische Anweisungen, hat sich gerade Bujaj geholt, bespricht mit ihm. Da seht ihr es gerade, zeigt ihm nochmal, da ist das Tor. Da muss es hingehen. Aber das weiß er auch, glaube ich, so. Da macht es jetzt ein gutes Spiel, ein starkes Spiel. Jetzt auch wirklich alle nochmal hier in der Außenlinie holen sich ihre Flaschen ab. In der Sonne ist es warm, ich habe es gesagt. Es ging Richtung 20 Grad, hier im Schatten ein bisschen frisch. Es sind auch schwierige Lichtverhältnisse. Genau auf der Hälfte des Spielfelds seht ihr, verläuft die Sonnengrenze.
Wir sitzen hier im Schatten. Wie immer sitzen wir im Kalten. Das ist leider unser Schicksal. Mitleidige Blicke von meinen Kickers-TV-Kollegen hier. Aber da müssen wir durch. Und ich denke mal, es wird auch jetzt gleich weitergehen. Der Spieler steht wieder, muss natürlich jetzt erstmal raus, weil er behandelt wurde. Ja. Kann er weitermachen oder muss doch noch gewechselt werden? Na, er geht auf jeden Fall erstmal raus. Der Klaus-Josef Werner, der schreibt gerade, er hat also immer so einen niedrigen Blutdruck. Aber nicht, wenn er Kickers TV hört und unser Kommentar hört, dann schnellt er in die Höhe. Ja, sehr gut. Das ist ja. Also, wir sind auch Heiler, wir sind Heiler. Wir sind Wunderheiler, ja. Also bei uns braucht man keine Blutdruckmittel. Ja. Also, es geht gleich weiter. Der Spieler ist jetzt vom Platz gegangen. Und es wird gewechselt. Es gibt einen Wechsel, ja. Tatsächlich muss leider ausgewechselt werden. Es kommt ins Spiel die Nummer 10 für Permansens Eichhorn. Also scheint er sich tatsächlich verletzt zu haben. Das wünschen wir natürlich keinem. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich habe auch gar nicht gesehen, wie es passiert ist. Ja, wünsche mal gute Besserung. Und dann haben wir hier noch was. Das kann ein perfekter Tag werden. Das Bier ist kalt, der Grill ist heiß. Und jetzt noch 3 Punkte für unseren OFC. Auf geht's, Kickers. Gruß an die Gartencrew. Potra, Erik, Conny, Luna und Bimbam. Also die Grüße kommen aus Bürgel. Eigentlich gelb-rote Karte für dieses Mail. Wie kann man denn in Bürgel sitzen und nicht am Biberer Berg sein? Frechheit! Was habt ihr zu eurer Entschuldigung zu sagen? Skandal. Skandal, ja. Also, Abstoß Richter, der Ball ist wieder im Spiel. Weit nach vorne, Fetsch lässt durch auf Markus, aber da haben sie gerade noch das Bein dazwischen bekommen, es wäre durch gewesen. Boja jetzt wieder, der jetzt Markus sehr, sehr engagiert nach vorne schickt. Und er läuft auch, aber den konnte er nicht kriegen, der war zu weit vorgeschossen. Und es gibt Einwurf Pirmansens, wieder die Nummer 17, Grünnagel auf der rechten Seite. Außenbahnspieler, häufig am Ball. Erstmal zurückgeworfen auf die Nummer 6, das ist der Janik Gries, der den Ball nach vorne spielt, aber da bedrängt Husin Basic erstmal ein bisschen zurückspielen. Ronny Marcos mit dem Ball nach vorne und Tunay Dennis erstmal zurückgespielt. Und der Ball wird von Jason Breitenbach zu David Richter gespielt. Da ist keine Gefahr. Und jetzt müssen sie ihn ein bisschen stören, ansonsten hat er alle Zeit der Welt. Jetzt lässt er sie laufen, ja. Und das macht er jetzt auch schön. Jetzt spielt er den Ball nach vorne. Versuch von Fetsch gleich abzulegen. Ja, schön. Ah, schön gemacht. Schön im Dreieck gespielt. Hosina abgelegt auf Fetsch. Ja, ja. Gute Kombination, auch wenn es letztendlich nicht erfolgreich war. Dennoch sehr, sehr schön anzusehen. Und der Ball ist rechts im Seitenhaus. Auch das gucken wir uns nochmal an, die ganze Kombination. Hier, zack, zack, zack. Also One-Touch-Football nennt man sowas wohl. Und schnell vorgetragen. Also weiter geht's mit dem OFC jetzt hier auf der rechten Seite mit dem Einwurf. Das Ganze in der 30. Spielminute 1:0 führt der OFC. Tunay Dennis hat getroffen per Kunststoß, Freistoß aus 19,5 Metern. Und jetzt ist er im Seitenhaus. Einwurf. Die Club aus Pirmasens. Genau, Einwurf Pirmasens. Kurz vor der Mittellinie. Genau vor der Waldemar Kleintribüne, wo die Fans sich richtig gut eingesungen haben und ein schönes Fußballspiel sehen. Und ja, erstmal wieder der Ball beim OFC. Rosina kriegt den Ball. Ach, da waren es so viele und jetzt hat er gefoult. Ja, da hat er den Gegner leider umgestoßen. Es wurde geahndet. Also Hosen hat versucht, den Ball zu kriegen, zu behaupten. Und jetzt gibt's Freistoß Pirmasens. Ja, erstmal in der Abwehrreihe. Der wurde kurz ausgeführt. Nummer 23 am Ball. Das ist Cissé, Salif Cissé. Und Jan Soesten, der grüßt aus Bremerhaven. Und jetzt schauen wir erstmal den OFC mit Ronny Marcos. Und da wird der übelst gefällt. Ja, da holt er die Sense raus. Das kann man nicht anders sagen. Freistoß hier direkt vor den erzürnten Augen von Sreto Ristić, der sich jetzt als Greenkeeper hier verdingt. Guck mal an, das Reto, der tritt den Rasen wieder fest. Aber Freistoß wird es geben hier von der linken Seite. Fast hier auf der Außenbahn. Nee, da hat er den Marcos richtig umgepflügt. Und Tunay Dennis, der wird die Kugel jetzt dort vorne reinbringen. In die Gefahrenzone, in die Box dort vorne, in den Pirmasenser Strafraum. Also, 31. Minute gleich vollzogen. Jetzt das nächste Tor, Fragezeichen. Jetzt ist er freigegeben, dann kommt er vorne reingeflogen auf den Elfmeterpunkt. Hosina steht schon dort, mit dem Kopf erstmal abgelegt. Hosina im Gewühl, vorne reingelegt. Naja, da war Okongboba. Der wollte das Ding mit der Fußspitze noch irgendwie drüber heben. Aber Jan Schulz, der macht seine Sache bis hierhin ganz gut. Der macht die Sache gut, ja. Und das war eben, das Foul war ein allerhöchster
allerhöchster Not gerade, deswegen gab es auch direkt die gelbe Karte. Marcos wäre durch gewesen, Fetsch war schon vorne frei. In allerletzter Sekunde wurde da Ronny Marcos gefällt und der Schiri war so erbost, das habt ihr glaube ich gar nicht gesehen, er war so erbost, dass er direkt die gelbe Karte gezogen hat und sie über seine Schulter weggeschmissen hat. Den musste erstmal wieder aufheben und hat dann auch selber drüber sich lachen müssen, also kleine Slapstick-Einlage. Aber ja, schade, zumindest der Freischuss war ein guter Versuch, wieder in letzter Not geklärt von Jan Schulz, der hat da gerade wieder ein Tor verhindert, also die Kickers machen das sehr, sehr gut. Bisschen Geduld haben, ich denke mal, dann geht das so weiter. Ronny Marcos jetzt erstmal wieder den Ball nach vorne geschlagen, Fetsch versucht ihn zu kriegen, aber erstmal nach vorne geköpft. Ah, jetzt Permasens über die linke Seite, haben sie ein bisschen Platz, aber dann wird der Raum wieder zugemacht. Hussein Basic ist der erste Angreifer und jetzt müssen sie dann auch zurückspielen, weil es dort vorne zu eng geworden ist. Allerdings kommt er dort vorne in den Strafraum mit der Hacke abgelegt. Boja, er hat die Situation entschärft. Und jetzt gibt es Platz für den OFC. Ah, vielleicht die falsche Seite, rechts, da lief er schon, aber Marcos, ja, der steht auch frei. Also warum denn nicht? Jetzt versuchen sie es hier, ja, Hosina anzuspielen und so sind sie zurück in Ballbesitz über Konstantinos Neofitos. Geht der Ball jetzt ins Zentrum rein und da ist wieder Kern. Oh, er wird aber hier von Jelenetski mit dem ganzen Körper geht er rein und da fliegt er. Ja, der Julian Kern, das ist ja nur, ja, in Anführungszeichen eine halbe Portion. Der ist quirlig, der ist gut, aber gegen Jelenetski, das war natürlich schwierig, da zu bestehen. Und jetzt der OFC mit Bojai vorne reingespielt. Naja, das war zu einfach zu durchschauen. Und so kommen die Pirmasenser jetzt hier durchs Mittelfeld. Aber was soll er da machen? Da wird er gleich zugestellt. Drei Offenbarer laufen auf ihn zu. Und so muss er zurückspielen. Also ganz neu aufbauen. Ja, ich war bei Jan von Soesten aus Bremerhaven. Und er sagt, naja, der OFC steht heute vollkommen im Fußball-Mittelpunkt. Da ja keine Bundesliga und so weiter ist. Das ist alles nur gemacht wohl, damit der OFC hier absolut im Mittelpunkt steht. Absolut, ja. Also und zu Recht. Zu Recht, also... Was will man mehr? Es ist ein attraktives Spiel. Es passieren jetzt wieder eine gute Gelegenheit. Hosener, Fetsch laufen wieder vorne sich frei. Aber da hat er ein bisschen zu lange gewartet. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht abseits stehen. Tuner Dennis mit dem Ball erstmal nach außen über Paul Milde. Der kann jetzt wieder gehen. Der kann ja hervorragende Flanken schlagen. Ronny Marcos wäre auf der linken Seite komplett frei für einen Seitenwechsel. Aber jetzt erstmal wieder, ach, da war die Nummer 7, Julian Kern, erstmal wieder dazwischen. Aber sehr schöne Balleroberung von Paul Milde. Hat den Ball sich schön zurückgeholt. Aber da sind zwei, ist einer zu viel gewesen. Den Ball erstmal verloren. Jetzt lassen sie da erstmal Pirmasens Platz. Die wissen damit gar nicht richtig, was anzufangen. Spielen erstmal zurück. Und ja, gewinnen weder Raum noch Punkte mit dieser Spielweise da hinten erstmal. Da versucht jetzt nach vorne zu spielen und Breitenbach erstmal dazwischen. Tuner Dennis, wieder Breitenbach. Wo sind Basic? Breitenbach jetzt wieder hinten rum. Ja, 35 Minuten gleich gespielt. Ja, 35 Minuten, 1-0 für der OFC. Tuner Dennis hat getroffen. Für die es im Radio verfolgen und keine, ja, Laufbänder sehen können. Das war in der 6. Minute Freistoß. Und der OFC, das muss man sagen, führt absolut zurecht. Hat auch die Möglichkeit zu erhöhen, mindestens mal auf 2-0. Da auch da könnten die Pirmasenser sich nicht beschweren. Richtig, und wirklich ernsthafte Chancen hatte Pirmasens bis jetzt auch nicht. Sie spielen engagiert, das mag man gar nicht absprechen. Aber bis jetzt erfolglos. Ich hoffe, das bleibt auch so. Jetzt mal wieder der Ball nach vorne. Versucht Fetsch abzulegen, der macht das auch. Da kommt dann der Ball. Jetzt wäre Tuner Dennis durch wieder gewesen. Und es gibt den nächsten Freistoß aus guter Position. Nein, es gibt keinen Freistoß. Ich hatte es eigentlich gesehen, da sind beide aneinander geraten. Schade. Dann wir Hosen Barz wieder den Ball nach vorne. Jetzt Fetsch wieder Ablage. Bojai erstmal kann den Ball behaupten. Jetzt versuche erstmal sich durchzusetzen. Und Hosina legt außer Ronny Marcos. Schön rausgespielt, ist ganz frei, kann alle Ruhe flanken. Aber erstmal, da war leider keiner, die kam nicht an. Zweiter Versuch, wieder vor reingeköpft und wieder kann Pirmasens jetzt im Konter ansetzen, wenn sie jetzt gut machen. Aber da verspringt der Ball, keine Gefahr. Da rutscht er ihm über den Schlappen. Dimitrijev lässt den Ball über den Schlappen laufen und es gibt einen Wurf für den OFC. Ronny Marcos auf Höhe der Mittellinie wirft sofort nach vorne zu Fetsch. Der macht jetzt einen Seitenwechsel auf Breitenbach. Jason Breitenbach mit dem Ball, der geht da ein paar Schritte. Jetzt wird der Ball bestimmt über Milde gespielt. Das passiert genauso, wie ich es gerade angekündigt habe. Und jetzt erstmal wieder zurück auf Breitenbach. Man lässt Pirmasens und den Ball laufen. Jelenetski, Richter. Jetzt müssen sie ihn wieder anlaufen, machen sie nicht. Das heißt, wir haben wieder alle Zeit der Welt. Jetzt bemüht er sich nach vorne und Richter mit dem weiten Abschlag über die Mittellinie. Wieder auf Fetsch, Ablage auf Hosina, aber der kam nicht an. Jetzt Freistoß gegen
Tonight Dennis. Freistoß Pirmasens, ja. 9 Minuten noch zu gehen in Halbzeit Nummer 1. Der OFC klar überlegen, führt zu Recht Minimum mit 1:0. Und naja, da hat Boyai, naja, in niedergerungen, runtergezogen. Und da gibt es Freistoß. Das Ganze allerdings diagonal zum Tor noch 36 Meter und 48 Zentimeter. So zeigt es unser Scanner an. Also, das wird nichts mit einem Direktschuss, aber da könnte dort Richtung Elfmeterpunkt reingeflogen kommen. Deswegen sind sie auch alle Mann dort hinten auf der 16er Linie. Und jetzt kommt er reingeflogen. Oh, da hinten am zweiten Pfosten ist da noch ein Pirmasenser aufgetaucht. Allerdings hat er abseits gepfiffen. Und so bleibt es beim 1:0 in der jetzt 38. Minute. Es ist ein schöner Tag, sonnig auf Biebershöhen. Und ja, wie viele Zuschauer werden es sein? Zuschauertipp, was legst du vor? 5.800. 5.800, ich sag 5.700. Ja, kann durchaus sein. Ja, vielleicht sind es tatsächlich auch ein paar mehr. Es sind halt gar keine Gästefans da mal wieder. Und jetzt huseln wir erstmal mit dem Ball. Vier Gästefans. Du hast schon wieder unterschlagen. Ich hab schon wieder. Hast du nur gegen Pirmasens? Sie sind doch da, die vier. Boja ist schon wieder mit dem Foul. Jetzt kriegt er eine Ansage vom Schiedsrichter. Er sagt ihm, dass das jetzt zweimal waren. Er soll den Ball ruhig halten. Hat er, glaube ich, jetzt verstanden. Der spielt da heute ein sehr rustikales Spiel. Genau, ich finde, die Zeit ist erstaunlich schnell rumgegangen, ne, bei dem Spiel. Also es ist ein sehr, sehr ereignisreiches Spiel, auch wenn erst nur ein Tor gefallen ist. So, jetzt. Freistoß Pirmasens, kurz hinter der Mittellinie, ganz vorne reingeschlagen auf die 16er Linie, dann kommt er vorne rein, aber links am Tor vorbei, da muss sich niemand irgendwie ja, bewegen, um dort einzugreifen. Richter mit dem weiten Abschlag, ja, vorne Fetsch gesucht, mit dem Kopf verlängert, ja, gut gemacht, Fetsch im Nachsetzen, beinahe in der Drehung hätte er noch bekommen. Und Neofitos, der Ex-Offenbacher, ja, bekommt den Freistoß zugesprochen, geht schon in Ordnung. Schnell ausgeführt, allerdings nicht wirklich am Tatort, haben sie sich einen kleinen Vorteil verschafft. Und so kommt Pirmasens, ja, mit dem Direktschuss, aber das wird kein Problem werden für Richter. Der lässt ihn kurz abklatschen und leitet den Angriff ein über die rechte Seite. Paul Milde erst nochmal abgestoppt, zurückgespielt auf Breitenbach. Das Ganze in der 39. Minute, also 6 Minuten noch zu gehen in Halbzeit Nummer 1. Unser Rennen Okungboba. Genau, David Richter ist auch ein wirklicher Rückhalt. Also hat sich super in die Mannschaft reingefunden, auch in den letzten Spielen. Absolute Bank hinten drin und jetzt der Versuch durchs Mittelfeld. Boyai an Ball. Überfetscht. Der hat sich weit zurückfallen lassen. Erstmal auf Ronny Marcos rausgespielt. Der hat ein bisschen Platz. Der wird jetzt aber bedrängt und versucht da den Einwurf zu kriegen. Hat er richtig clever gemacht. Kriegt den Einwurf. Ihr habt es gerade gesehen, schön abgeschirmt. Jetzt der Versuch, Rosina zu finden. Der Fall kommt ihm durch. Fetsch, frei im Strafraum. Und jetzt der Versuch des Schusses und links vorbei, Matthias Fetsch, nachdem Tuna Dennis den Raum freigepresst hat, sozusagen mit der Körpertäuschung. Da zog er ab aus 16 Meter, links am Tor vorbei, da haben wir die Situation nochmal. Gar nicht schlecht, das hätte es durchaus sein können, vielleicht sogar sein müssen. Ich habe ihn schon drin gesehen. Ja, leider vorbei, Riesenschock, aber jetzt wieder, Fuß im Basis mit der Balleroberung, richtig gut gemacht. Ablage in Mitte, Tuna Dennis legt raus auf Paul Milde, der hat einen Gegenspieler jetzt vor sich, kann trotzdem gehen. Geht durch Richtung Grundlinie. Jetzt kommt die Flanke, abgeblockt, Einwurf OFC. Nein, ist noch im Spiel, ist noch im Spiel, ist noch im Spiel. Der ist noch heiß, aber jetzt im Nachsetzen. Schauen wir mal, die Pirmasenser versuchen es. Es bleibt erstmal beim Versuch, dann gibt es aber Freistoß. So, und an dieser Stelle grüße ich meinen lieben, lieben Kollegen Sebastian Kunkel. Der macht bei uns das OFC-Marketing. Ja, und alles, was damit zu tun hat. Die ganzen Sponsoren betreut er. Und auch er liegt mit Corona da nieder. Und ja, hat schwer zu kämpfen. Also alles Gute, auf dass du ganz schnell wieder auf den Beinen bist. Und wir dich wieder wirbeln und glänzen sehen, so wie wir dich kennen. Also, lieber Kunki, komm bald wieder. Weiter geht's jetzt erst einmal hier mit dem OFC. Der Ball ist im Seiten aus. Ronny Marcos beim Einwurf hier auf der linken Seite. Da haben wir ein schönes Bild. Ja, Linienrichter hat noch irgendwas hier zu reklamieren, aber dann geht's dann doch weiter. Boyai steigt hoch, ja, und dann ist er aber direkt in den Reihen der ganz in blau gekleideten Pfälzer. Und die Klub über links unterwegs. Ja, der OFC-Fan, der ist auf der Sonnenseite zu Hause. Der ist auf der Sonnenseite zu Hause, ganz genau, ja. Und jetzt Boyai mit der Balleroberung, ganz stark. Jetzt hat er die Chance, Fetsch und ein bisschen dann gewartet. Jetzt stehen sie im Abseits, er geht weiter, er geht weiter.
Jetzt der Ball auf Fetsch, jetzt kann er ihn nochmal reinbringen und da war keiner. Nachschussversuch jetzt. Der ist Muttersinnlein, der muss jetzt mal schießen und hebt den Ball drüber. Ja, aber Chance gewesen. Fetsch fast ein bisschen zu uneigennützig. Hätte er selbst machen müssen, oder? Es war noch einer dran, es gibt Ecke. Ecke für den OFC von der linken Seite, präsentiert von Paddy Protect, unserem starken Partner. Und dann geht's hier auch weiter. Also von links Tonai Dennis. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht noch einen direkt vor der Halbzeit. Da kommt er reingeflogen hinten auf den zweiten Pfosten. Aber da stehen sie erst einmal, die langen Kerls aus Pirmasens. Da hinten haben sie doch einige Recken drin stehen. Und jetzt kommt er vorne rein. Ja, ja. Da war nämlich Bojai und Fetsch ja gleich ein Schuss bereit. Hosen Basic, so kennen wir ihn, geht dort schön rein. Der Schiri steht direkt daneben. 3 Meter Abstand, hat das gesehen und geahndet. Freistoß OFC. Das Ganze aus 39 Metern. Zentrale, exakt zentrale Position. Tonai Dennis. Vorhin hat er einen aus 19 Meter verwandelt. Jetzt kann er es auch doppelt so weit? Fragezeichen? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall wird es gefährlich. Das hat er schon ein paar Mal gezeigt, dass er da die Freistöße gut reinbringt. Und der Ball wird freigegeben. Jetzt kommt der Schuss. Gut geschossen, aber dann doch leichte Chance, leichte Beute für Jan Schulz, der da hinten auch ganz gut aufpasst. Und jetzt erstmal schaut, wo er den Ball hinwerfen kann. Die Räume sind ganz gut zugestellt. Erstmal nach links außen. Und Tonai Dennis jetzt versucht da zu stören. Hussein Basic jetzt im Zweikampf. Der Ball immer noch bei Pirmasens. Die müssen jetzt hier zurückspielen. Der OFC stellt das gut zu, das Mittelfeld. Das machen sie schon gut. Und jetzt erstmal wieder etwas ratlos, was sie machen sollen. Spielen wieder über die eigene Reihe zurück. Wahrscheinlich jetzt ein Seitenwechsel auf Grünnagel der Versuch. Aber auch da gut zugestellt. Fetsch bewegt sich gut mit. Und jetzt, schlimmer Fehlpass. Boja kann dazwischen gehen. Wird jetzt auch steil geschickt, aber der war zu steil. Kommt er noch dran? Nein. Wieder Grünnagel. Fetsch geht jetzt drauf. Und Hosina versucht zu kriegen, aber da können sich die Blau-Weißen erstmal durchsetzen. Wieder Fehlpass. Marcos, das ist gut, dass sie uns die Bälle so geben. Und Ronny Marcos gegen 2 versucht, sich durchzusetzen. Aber in dem Fall zieht er eine kürzeren. Und die Nummer 12 ist erstmal auf dem Weg Richtung Tor, muss zurücklegen, ablegen. Und bei Schelnjetski ist erstmal Endstation. Der tritt den Ball raus für Einwurf Pirmasens. Die Pirmasenser, denen fehlt es bis jetzt zumindest noch dort vorne ein bisschen an Qualität. Aber sie sind, wie du es vorhin richtig gesagt hast, sehr, sehr engagiert hier bei der Sache. Das hat man gleich gesehen, wie sie losgelegt haben, die ersten 3-4 Minuten auch jetzt. Sie kommen immer mal wieder, also die stecken nicht auf, ganz klar. Die suchen ihr Heil schon auch im Offensivspiel. Aber jetzt zieht er ab und dann war es doch gefährlich. Da ich es sage, strafe ich mich lügen. Aber Richter, der pariert das Ding, entschärft ihn in höchster Not. Genau, da seht ihr es. Er zieht ab aus ungefähr 10 mit und Richter haut den Ball raus. Dazu ist er da, das hat er hervorragend gemacht. Aber den darf man auch nicht so frei zum Schuss kommen lassen. Natürlich war ein Abpraller, der war überrascht, den Ball zu kriegen. Zieht sofort ab. Es gibt jetzt 10 Applaus für David Richter. David Richter, Sprechchöre auch hier von der Waldemar Klein Tribüne. Und jetzt Eckball von der rechten Seite. Also, da kommt er auf den ersten Pfosten. Okongbo war gleich wieder ins Ausgeschlagen. Und was hat er denn? Ach so, der Ball war schon im Aus wohl, war schon im Aus. Also so gibt's Abstoß vom Offenbacher Tor, David Richter. Ja. Schlussminute ist eigentlich schon durch, wir sind schon in der Nachspielzeit. Und wir werden uns gleich das Tor nochmal anschauen, hier den tollen Freistoß. Aber jetzt schauen wir mal, Abstoß nochmal von David Richter. Genau, ich denke mal, eine Minute wird er vielleicht noch laufen lassen. Wir haben die Verletzungsunterbrechung von Marcos mit dem Versuch Richtung Fetsch. Kann sich im Kopfball nicht durchsetzen. Grünnagel nochmal am Ball. Hosen Basel stört. Ronny Marcos läuft den Ball ab und David Richter kann er jetzt. Wird bedrängt, wird angelaufen. Aber erstmal nach vorne schlagen durch den Paul Milde. Der verpasst und es gibt jetzt einen Wurf Pirmasens auf Höhe der Mittellinie. Kurz eingeworfen. Ja, Schiri hat Spaß am Spiel. Logisch, wer will die Kickers sehen? Wer will das nicht? Richtig, genau. Jetzt wieder versucht Langballs nach vorne. Schelnjetski erstmal wieder Endstation. Jason Breitenbach schlägt ihn wieder nach vorne. Hosina kommt, kriegt den Ball nicht. Einmal Fetsch, Tonai Dennis. Seitenverlagerung, jetzt vielleicht mal ein letzter schneller Angriff in der ersten Halbzeit. Ronny Marcos am Ball, wieder Hosen Basic, der kann durch die Mitte ein paar Schritte gehen. Bojai, Ronny Marcos jetzt wie links frei, kriegt den Ball zugespielt und sehr schön gemacht, kommt in den Strafraum, vors Tor gespielt und jetzt Hosen mit der Abnahme und oh, der
musste drin sein. Eieiei, Donnerschlag. Das war die Riesenchance für Hosina. Eieiei. Es gibt schon wieder Ecke. Ecke, Ecke, Ecke für den OFC von links. Aber nee, gucken wir uns das nochmal an. Da war ein bisschen mehr drin. Das muss man schon sagen. Guck mal hier. Ganz frei. Hat irgendwie nicht so ganz richtig getroffen. Ah ja. Also gut. Wir sind in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Tuna Dennis beim Eckstoß. Diesmal von der linken Seite. Und jetzt Großbetrieb im Pirmasenser Strafraum. Da kommt er reingeflogen. Erstmal abgewehrt hier von Jan Schulz, dem Schlussmann. Da kommt er nochmal auf Tuna Dennis. Vielleicht die letzte Aktion. Jetzt hinten reingeflogen. Wieder zweiter Pfosten. Und dann die Pirmasenser versuchen es jetzt. Aber da ist weit und breit niemand. Tuna Dennis läuft ihn ab. Und dann ist die Halbzeit hier eingepfiffen. Und wir zeigen euch jetzt nochmal das Tor von Tuna Dennis. Damals aus der sechsten Minute. Danke an die Regie. 19,5 Meter. Und dann hat er an Ziel genommen und dann zack war das Ding drin. Links und dann hat es eingeschlagen. Weil es so schön war, spielen wir es nochmal aus jetzt hier in der Slow Motion. Also das war der Auftakt hier, wie gesagt, in der sechsten Minute. Und da haben wir es nochmal zum Genießen. Und dann gab es ja noch eine spektakuläre Szene. Ja, Zelenetski, der Abwehrrecke, der wollte hier ganz akrobatisch, guck mal, wollte sich in die Torschützenliste eintragen. Aber auch klasse gehalten von Jan Schulz, dem Schlussmann. Das waren vielleicht die beiden besten Möglichkeiten, aber eben, das war ja auch noch so eine Geschichte. Also, guck mal hier, Zelenetski, der kann alles. Der kann alles, der haut hinten raus und die Bälle vorne rein. Also, gutes Spiel vom OFC. Wir hatten viele tolle Chancen. Bisschen Pech und einen sehr starken Torhüter von Pirmasens. Und ich denke, damit verabschieden wir uns erstmal in die Pause und hören uns gleich wieder. Unterstütze deinen Verein. Mach's mit der MV24 Versicherungs-App. Trage als Fan oder Mitglied von Kickers Offenbach deine Versicherungsverträge in der MV24-App ein. So siehst du, mit welchen Tarifen du bares Geld sparen kannst und hast deine Versicherungen jederzeit und überall im Blick. Mit dem gesparten Geld kannst du zum Beispiel deinen Verein öfter bei den Spielen unterstützen oder Fanartikel kaufen oder. Von der günstigeren Prämie profitierst nicht nur du, sondern auch dein Verein. Denn alle Erlöse aus dieser Kooperation kommen Kickers Offenbach zugute. Und so funktioniert's. Anmelden, deine Verträge eintragen und ein gratis Shirt von Kickers Offenbach erhalten. Schon hast du den Überblick und eine echte Gewinnersituation für dich und deinen Verein. Jetzt mitmachen mit MV24 und dem OFC. Weitere Informationen findest du online.
So, ihr Lieben, da geht's weiter mit dem OFC. Er kommt zurück aufs Feld, die Pirmasenser. Die sind schon eine ganze Weile da. 1:0 für den OFC. Und das Tor hat Dennis geschossen in der 6. Minute. So, jetzt kriegen wir hier prominenten Besuch hier an den Reporterplatz. Komm mal her zu mir, mein Lieber. Und das ist kein geringerer als, er kann sich selbst vorstellen. Ja, ich bin Dennis Grob vom FK Pirmasens. Und wir sind froh, dass du heute bei uns bist, denn so kannst du dort nicht spielen. Aber was denn? Doch, wir haben Ton, alles gut. So, denn es ist so, also ist natürlich jetzt für dich blöd und das tut uns natürlich leid, aber wir sind erstmal zufrieden, denn du bist, glaube ich, da der beste Torschütze, ne? Ja, ich habe 8 Tore die Saison, aber ja, es bringt ja auch nichts, ne, wenn wir nicht gewinnen. Also klar, bei uns läuft es jetzt nicht ganz so rund, aber ja, es gibt ja noch alle Möglichkeiten, nochmal nach oben dran zu kommen. Und hier unterm Strich würdest du auch sagen, ja, mit 1:0, das ist schon noch okay aus eurer Sicht? Ja gut, ich denke, wir spielen es gar nicht schlecht gegen euch. Und ja, engagiert, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ja, ist halt schade, wenn man sieht, bevor euer Tor fällt, vielleicht ein Foul für uns. Aber ja, wir können auch froh sein, dass das unser Torwart da noch ein, zweimal gut gehalten hat. Ne? Auf jeden Fall. Also da hinten Jan Schulz, der hat das schon ganz gut drauf. Ja, deswegen ist er auch momentan im Tor. Und bist du heute nicht dabei? Ich bin noch rot gesperrt. Ja. Das ist mein letztes Spiel, wo ich gesperrt bin. Und, ja. Ein Rotzünder. Ja, leider Gottes, ja. Also wir wünschen dir alles Gute, nicht jetzt unbedingt heute jetzt für deinen Club, aber ansonsten und dass ihr das doch noch schafft, denn die FK Pirmasens ist natürlich ein absoluter Kultclub, ein Traditionsclub. Ich erinnere mich noch, so alt bist du natürlich nicht, zweite Liga Süd und so weiter. Also hoffentlich schafft ihr es. Jetzt schauen wir erst einmal in der OFC, der kommt dort vorne rein mit dem Kopfball und dann ist er fast drin und beinahe jetzt geklingelt. Oh, jetzt können sie da hinten klären, die langen Kerls auf Pirmasenser Seite. Also erst einmal gut abgewehrt, aber das war die nächste Möglichkeit für den OFC, der kommt noch einmal. Jetzt Boyai in der Drehung und dann ist abgepfiffen. Dir ein herzliches Dankeschön, euch alles Gute. Ne? Vielen Dank, euch auch noch alles Gute. So, also da haben wir doch hier gleich den Kollegen noch mal hier am Mikrofon gehabt, den besten Torschützen von FK Pirmasens. Er sitzt vor uns und so haben wir ihn gleich hier mit in die Sendung reingebracht. So, und jetzt kommt auch Björn Marz zurück ans Reporterpult. Also schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, 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 aber die Chance konnten wir immer nutzen. Wie gesagt, der 8-Tore-Mann, der heute rot gesperrt ist. Und jetzt habt ihr gerade wieder einen schönen Angriff gesehen und wurde abgepfiffen, aber jetzt erstmal wieder Pirmasens in den Spielaufbau. Die Kickers pressen jetzt früh, versucht nach vorne zu spielen über die rechte Seite und da ist der Ball erstmal weg. Tuner Dennis am Ball. Boyai kann nach vorne gehen, Fetsch zeigt in der Mitte an, er ist frei, er will den Ball haben. Erstmal wieder gekreiselt, zurückgespielt, ist ein bisschen so über Markus. Der kann jetzt zur Grundlinie gehen, flankt und jetzt Fetsch verpasst. Oh! Gute Chance, Fetsch wäre da gewesen und Jan Schulz, jetzt gibt's Abstoß, etwas verwunderlich, Abstoß, in meinen Augen hat Jan Schulz ihn gerade rausgeholt, aber der Schiri hat wohl gesagt, der Ball war schon hinter der Linie, Abstoß kurz ausgeführt und direkt wieder Pressing OFC, da verspringt ihm der Ball ein bisschen, Fetsch geht drauf, ja jetzt in die Anspielstation zugestellt. Gerade noch das Bein dazwischen bekommen. Jetzt versucht. Jetzt hat er tatsächlich ein bisschen Platz. Kann über links gehen. Die Nummer 10 sprintet nach vorne. Eichhorn eingewechselt. Verletzungsbedingt reingekommen ins Spiel. Und ja, so schnell es auf der einen Seite ging, so schnell geht es auf die andere Seite rüber. Jetzt gibt es Ecke für Pirmasens. Ganz einfach das Spielfeld überbrückt. Und jetzt die Gelegenheit für Pirmasens erneut, einen Eckstoß auszuführen. Ihr hört, die Kickers-Fans haben gute Stimmung. Ecke kurz ausgeführt. Und ja, abgelegt in die Mitte. Schlechter Versuch. Zweiter Schuss. Auch wieder ein Spieler dazwischen. Und jetzt Fetsch schlägt den Ball jetzt nach vorne. Erstmal geklärt. Und da ist weit und breit keiner. Da kann Pirmasens jetzt erstmal zum eigenen Keeper zurückspielen. Die jetzt wiederum über rechts außen den Ball nach vorne spielt. Boyel steht da aber erstmal im Weg. Bald nach vorne geschlagen und ja, spätestens bei Okumbova ist da auch wieder heute Schluss, auch wieder ein starkes Spiel. Und jetzt gab es da einen Foul, da hat er eben hinten leicht in die Wade getreten, also Freischuss OFC kurz vorm eigenen 16er. So, weiter geht's hier in der 49. Minute, die jetzt rum ist, also das heißt, wir steigen jetzt in die 50. Minute ein.
Ja, Grüße gehen raus an die Fußball-Banausen. Christian, Jan-Niklas, hier rechts neben mir schreibt er. 3 Punkte, die bleiben heute am Biberaberg. Und sie sind in der Barockstadt Fulda zu Hause. Und da grüßen sie schön. So, jetzt geht's weiter mit Breitenbach. Zelenetsky im Zentrum. Und dann ist es Bojaj. Ah, das war allerdings nicht von Präzision gesegnet. Und so, ja, holt er sich den Ball jetzt hier wieder zurück. Schöner Einsatz. Und dann ist es Ronny Marcos auf links rausgelegt. Tunay Dennis. Und so geht's jetzt hin und her, denn es wird ein bisschen fahrig. Also müssen erst wieder richtig reinkommen. Beide Mannschaften mit Ballverlusten. Breitenbach, ja, schön vorbei. Und dann doch nochmal zurückgespielt. Neuaufbau Zelenetsky. Erneut Jason Breitenbach. Und der Pole hinten. Vorhin hat er es filigran versucht vorne. Da wollte er sich eintragen in die Torschützenliste. Er ist heiß, er will doch ein Tor machen. Ja, so sind sie ja alle. Wenn sie mal in der Pressekonferenz waren, dann wollen sie alle Tor machen. Ja, Zeit wird's, ne? Also haben wir lange genug drauf gewartet. Er muss endlich mal, gerade in der Halbzeitpause haben drüber gesprochen. Wenn er heute nicht trifft, verkaufen wir ihn. Das bringt alles nichts. Nein, er macht ein super Spiel natürlich. Hat eine gute Chance gehabt. Jetzt erstmal wieder am Ball gewesen. Und schön nach vorne gespielt. Versucht jetzt Fetsch zu finden. Der kommt auch zwar am Ball, aber kann ihn nicht behaupten. Und wiederum Pirmasens mit dem weiten Ball da vorne. Zelenetsky wieder am Ball nach vorne geköpft. Die sind halt einfach stark in der Innenverteidigung. Jetzt der Ball nach vorne versprungen. Da ist das Zuspiel nicht ganz so präzise, aber wieder Breitenbach erstmal rausgeköpft. Paul Milde jetzt genau vor uns mit der Balleroberung. Hat er gut gemacht. Gibt aber Einwurf Pirmasens. Ja, hat trotzdem sich gut durchgesetzt. Leider auf Kosten eines Einwurfs dann letztlich. Wir sind übrigens ohne Wechsel aus der Pause rausgekommen. Das haben wir noch gar nicht erzählt, weil gleich wieder so viele Dinge passiert sind. Also ich habe jetzt sogar keinen Wechsel bei uns wahrgenommen. Und jetzt, was denn jetzt? Ah, da lag irgendein Müll, eine Papiertüte auf dem Platz, die der Wind draufgetragen hat. Die wurde jetzt rausgebracht. Jetzt geht's weiter. Gleich 2 Mann gehen drauf. Paul Milde und ja, da sieht der Schiri wieder Einwurf Pirmasens. Paul Milde regt sich auf. Jetzt wird es ein bisschen ruppig und das haben wir hier gut eingefangen. Danke André da unten an der Grasnarbenkamera. Der steht dort mitten im Geschehen, unser Kickers TV. Kameramann dort unten. Ja, und er hat jetzt ja auch Sreto Ristic drauf. Die Regie, die hat alles richtig hier eingeblendet. Dafür ein herzliches Dankeschön auch an Thomas Kempf. Paul Milde und Sreto Ristic haben sich richtig auf. Die haben jetzt Rosina versucht, die durchsetzen. Setzt sich durch, klein und flink. Da kann er erstmal gegen die großen Punkte sammeln. Aber das war eine schlechte Ablage. Da ist der Ball erstmal weg. Ja, eben beim Einwurf. Paul Milde hat deswegen so geschimpft, ganz redoristisch, weil der Linienrichter hat gesagt, Einwurf OFC und der Schiedsrichter schaut hin und sagt, nein, Einwurf Pirmasens. Deswegen die große Aufregung. Eben haben jetzt eine Chance wieder. Marcos schon im Strafraum, links. Jetzt kommt der Ball hoch rein und Fetsch köpft Richtung Lauf. Und er direkt ab nach Rosina, verpasst einmal, aber noch am Ball, legt wieder ab. Bojaj, ja, jetzt der Ball erstmal weg. Guter Versuch wieder gewesen, leider Luftloch geschlagen. Und jetzt Pirmasens mit dem weiten Ball nach vorne, aber der scheint, ja, zumindest nicht auszugehen, aber wieder Husim Barzic sauber zurückerobert, gut gemacht. Ronny Marcos kann jetzt wieder gehen. Ja, mit dem Vorwärtsgang der OFC dort vorne geschickt, Hosina, aber dann. Ja, ja, doch. War der Abseits. Naja, ich glaube schon, aber gut. Wir gucken nochmal rein, vielleicht sieht man das. Also, da haben wir es. Naja, beim Abspiel sieht man jetzt nicht, vielleicht sehen wir es jetzt, mal gucken. Naja, schade, da war gerade der Bildwechsel, kann man jetzt nicht so genau sehen. So, ich habe es vorhin gesagt, ganz toll, ein ukrainischer Fan, OFC-Fan, der momentan da wirklich mit am Kämpfen ist. Der hat sich jetzt hier mal die 2 Stunden Auszeit genommen, ist dabei, schaut Kickers TV und wir haben ihn schon lieb gegrüßt. Jetzt grüßt auch der Eugen aus der Ukraine, aus Ruschkorod, das ist in der Westukraine. Auch er hilft dort, ja, die Ukraine zu verteidigen. Und er hat uns ein Bild geschickt, wie er vom Kickers TV steht. Also das sind richtige Ukrainer, die große Sympathien für den OFC haben, die auch vielleicht jetzt hier Leute haben. Also der Klepp, der Kleine, der hat ja neulich die Mannschaften hier angeführt, als der Kriegsauftakt hier eben war. Und das ist sein Vater, wie gesagt, der Eugen, der schaut jetzt da in Ruschkorod in der Westukraine. Wir wünschen euch natürlich, dass ihr das alles sehr, sehr gut übersteht. Und wir wissen, ihr kämpft auch für uns.
Jetzt übertragen wir für euch. Also weiter geht's jetzt hier mit Pirmasens durchs Zentrum. Kommen sie rechts rausgelegt. Immer noch Pirmasens hier schon am Strafraum, wenn sie gefährlich. Aber dann resolut dazwischen. Ronny Marcos, vollkommen humorlos. Ja, man sieht jetzt einen Unterschied zum Kunstrasen. Hier kann man auch mal grätschen, da kann man auch mal den Ball richtig reinrutschen. Hier traut man sich das. Das hat uns letztes Mal Spiel auch gefehlt. Das ist eine deutlich angenehmere Spielweise auch für die Zuschauer zum Zuschauen. Aber jetzt wieder Pirmasens, schon fast wieder im Strafraum, aber auch wieder rausgeklärt von Tuna Dennis. Und es gibt einen Wurf wieder für Pirmasens. Wie gesagt, die verstecken sich nicht, die stehen unter der Tabelle drin. Sie können nichts mehr verlieren jetzt hier im Endeffekt. Sie können nur hoffen, dass sie noch ihre Punkte kriegen. Jetzt hat der Ball an die Hand bekommen, aber bei Weitem keine Absicht und die Hand war auch angelegt, deswegen kein Freistoß. Und jetzt wieder der Versuch. Hosina setzt sich durch, wird geschubst, der Schiri sieht's, aber pfeift nicht. Kein Foul, es geht weiter. Schade. Und dafür Pirmasens jetzt. Geht Fetsch erstmal drauf. Die Nummer 23 für den Ball, Cissé. Wieder erstmal nach außen gelegt. 10 Minuten gespielt jetzt hier, Durchgang Nummer 2. Pirmasenser, ja, die lassen nicht nach. Sie versuchen es immer wieder. Und es steht ja auch nur 1-0. Der UFC nicht gerade mit optimaler Chancenverwertung. Und jetzt kommen die Kickers. Ja, Fetsch wird dort, ja, gehalten. So gibt es Freistoß, 6 Meter hinter der Mittellinie. Und große, große Stimmung jetzt hier auf Biebershöhen. Rot-weiße Liebe, die niemals vergeht. So werden sie jetzt hier besungen, unsere Jungs. Und da gibt es der nächste Wechsel. Ades Zani wird kommen, der Mann mit der 21. Und dann geht Ampadu vom Platz. Haben wir das jetzt hier schön gesehen. Aber Freistoß OFC, wie gesagt, schon in der Hälfte der Pirmasenser von der linken Seite. Okongboba. Ah, dann mit dem Kopf verlängert. Und jetzt abziehen. Tunay Dennis macht das Tor. 2-0 der OFC vorne. Einmal per Freistoß. Und jetzt in der 57. Minute nimmt er das Ding direkt. Und aus unten rein. Also 2-0 Kickers. Damals, Batsch hat's gemacht, links unten eingeschlagen. Traumhaft, ein schönes Tor. 2-0. Ich denke mal, ich glaube, wir gehen das so oder so. Mittlerweile glaube ich auch, dass wir es hinkriegen werden. Das wird jetzt sehr, sehr schwer für Pirmasens. Schön herausgespielt, wir haben so viele Chancen gehabt. Jetzt seht ihr es nochmal. Ihr hört es, die 56. Spielminute. 2-0 OFC. Mit der Nummer 10. Tunay Dennis hat's gemacht. Zwei Tore heute schon. Damit neuen Spielstand. Kickers! Danke! Es hört sich gut an. Es hört sich gut an. Also der UFC, der ist hier ganz klar auf der Siegerstraße. Macht das Spiel, hatte Möglichkeiten. Und jetzt zum 2-0 getroffen. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen, da lege ich mich fest. Auch wenn noch so viel Zeit zu spielen ist und wir schon vieles gesehen haben. Nein, dafür haben wir einfach hier das klare Chancenplus. Aber gut, es muss alles erst gespielt werden. Schauen wir. Die Pirmasenser, die werden nicht aufstecken. Gegenteil, die werden jetzt noch mal mehr öffnen, noch mal alles in der Offensive probieren. Und das wird dem UFC Möglichkeiten geben, Raum geben. Und da müssen wir einfach noch mal zustechen. Ja, mal schauen, wie lange sie das durchhalten. Ja, ich spreche, ja. Gut, Gott, ein Mikro übernehmen. Ja, also Pirmasens jetzt auf der Außenbahn wieder im Angriff. Versucht, den Ball nach vorne durchzustecken, aber da wieder Schellen. Jetzt geht er ab der Reihe. Muss erstmal durchlaufen, Okumbobo dahinter. Und jetzt, der Ball ist wieder draußen. Jetzt pfeift der Schiri einen Freistoß. Da pfeift der Schiri einen Freistoß. Nicht ungefährlich die Position. Ungefähr, 18 Meter links außen rechten Eckfahne. David Richter stellt da eine Ein-Mann-Mauer. Zwei Mannmauer werden aufgebaut. Paul Milde, Tuna Dennis stehen da jetzt in der Mauer. Nein, Husina. Milde und Husina in der Mauer. Unsere beiden Neuzugänge. Und jetzt kommt gleich der Freistoß rein. Aber übers Tor geschossen, ungefährlich. Ja, das war ungefährlich. Da seht ihr nochmal die Situation, wie es entstanden ist. Nummer 21 am Ball und ja, und dann ist er, ich glaube Breitenbach war es,
hat das Foul verursacht. Jetzt erstmal Abschlag. David Richter. Paul Mill jetzt am Ball, jetzt hat er Platz. Jetzt ist keiner vor ihm, jetzt kann das mal gehen. Na, noch ein Fuß dazwischen, Einwurf OFC. Milde auf Frosina, Ablage auf Fetsch. Fetsch ist schon durch im 16er. Jetzt kann er auf Boja ablegen. Der verpasst den Ball erstmal. Markus jetzt wieder mit einem Chance nach außen gehen und trischt den Ball aber leider übers Tor. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, so hat es einst Reinhard May gesungen. Und das können wir verschmerzen beim Stande von 2:0. 60 Minuten. 60. Minute. Zweimal Tuna Dennis. Der Bösewicht. Drei Spiele ist er gesperrt worden. Aber hier in der Liga darf er spielen. Und er zeigt, was er kann. Jetzt Boyai. Okongbova. Oh, Stockfehler. Der bringt die Pirmasensa in Ballbesitz, aber das sind zu viele. Ja, Jason Breitenbach. Eieiei. Mit aller Ruhe. Ja, hat er das Ding einfach hier vom Schlappen genommen. Gesagt, Schluss mit lustig, hier bin ich. Und weiter geht's mit dem UFC Rosina. Der hat sich weit zurückfallen lassen. Versucht jetzt hier. Ja, ja, da wird der Tuna Dennis hier von hinten. Naja, attackiert. Dennoch lässt er weiter spielen. Die Pirmasensa kommen aus dem Mittelfeld heraus. Übers Zentrum. Na, dann nochmal reingelegt. Jetzt geht es auf die rechte Bahn. Dann kommt der öffnende Pass vorne rein Richtung Elfmeterpunkt. Ah, da ist erstmal einer vorbeigesprungen. Ich glaube, es war Breitenbach. Und Pirmasens jetzt hier mit Hamann. Ja, dann über halb links unterwegs. Jetzt schon am Strafraum. Im Strafraum. Neofitos mit der Hacke abgelegt. Und jetzt hier gut durchgesetzt. Große Schritte. Husen Basic. Einer zu viel. Und so kommen die Pirmasenser. Jetzt geht's aber rauf und runter. Also es ist schon ein munterer Kick. Ja, ja. Jetzt könnte man vielleicht auch mal wieder ein bisschen Ball behaupten. Man muss das jetzt nicht so offen gestalten, das Spiel. Jetzt erstmal gut gelöst. Einwurf OFC. Jetzt gleich mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Also so viel Ballbesitz muss man Pirmasens jetzt auch nicht geben. Jetzt gibt es erstmal den Einwurf tief in der eigenen Hälfte vom OFC. Pirmasens extrem weit vorne. Also der Mirko, der schreibt von der Sonneninsel Fährmann und er meint, der Fährmanner an sich, der ist Kickers-Fan. Ja, das hätte ich nicht anders erwartet. Erstmal der Einwurf. Fetsch hat abgelegt und ja, Pirmasens dazwischen, Zweikampf. Müssen Basisch kommt nicht dran. Wenn man es jetzt wieder über, kann über links, hat er Platz, da kann er gehen. Aber eigentlich sind wir da ganz gut sortiert. Die Flanke kommt hoch rein. Okumbova kommt einmal nicht an den Ball, aber keine Gefahr. Jetzt haben wir Ronny Markus weiter vorne gespielt. Den Versuch dort. Matze Fetsch, der kriegt den Ball auch. Über Tunay Dennis, der kann ihn jetzt, verliert ihn erstmal. Jetzt wieder Pirmasens im schnellen Kontor. Links wäre jetzt Platz. Da schlägt noch ein Haken, baut neu auf und der Ball ging dann am Tor vorbei. War ein Versuch des Abstoßes, aber kam nicht an. Und jetzt gibt es erstmal Abstoß David Richter. Ja, vor allen Dingen stehen sie jetzt erstmal alle auf, weil sie Kickers sind. Und hier ist man zufrieden, 2-0 der OFC vorne. Und wir wollen noch einen drauflegen. Oh. Und jetzt wird gehüpft auf der Waldemar-Klein-Tribüne. Wer nicht hüpft, ist, auf, ist Frankfurter. So muss man es ja sagen. Ja, hast du gerade noch gerettet. Gerade noch. Aber schönes Bild, wie die ganze Waldemar hüpft. Da haben wir es im Bild. Danke an die Regie. Die sieht einfach alles. Klasse gemacht. Klasse gemacht, genau. Und jetzt erstmal wieder den Ball erobert. Auch klasse gemacht. Ronny Markus mit dem Ball nach vorne. Der wird wahrscheinlich nicht ankommen. Genau, da wollte er wieder Hosener schicken. Jetzt erstmal Tuna Dennis. Spielt jetzt erstmal zurück. Sagt, halt den Ball mal runter. Erstmal ein bisschen Ballbesitz, lasst den Gegner laufen, das machen sie jetzt auch. Jason Breitenbach am Ball, jetzt hat er Ruhe. Kurz paar Spiel zu Schelnjetski. Ja, jetzt kommt keiner von Pirmasens mehr. Doch, jetzt Breitenbach mit dem Versuch nach vorne zu gehen. Gute Situation, wenn du dann schon so ab der 55. Minute 2-0 führst. Dann kannst du das alles ein bisschen kontrollierter angehen lassen. Ne? Und dann sollte doch noch die eine oder andere Chance herausgespielt werden. Jetzt vielleicht Paul Milde auf der rechten Seite. Ja, setzt sich dort erstmal durch. Schön gemacht mit dem Haken. Immer noch Milde. Naja, und jetzt kommt er zu Fall. Freistoß wird es geben. Das wird eine bessere Ecke werden. Ja, eine minimal bessere Ecke. Vielleicht einen Meter besser. Aber hat Paul Milde schön gemacht. Ist nach vorne gegangen, hat einen Haken geschlagen, hat den Gegner aussteigen lassen. Er konnte nur mal nachtreten, damit er nicht durch wäre. Der macht ein gutes Spiel da auf der Außenbahn. Flanken schlagen kann er sowieso, das kennt er ja schon. Und jetzt erstmal Tuna Dennis. Von der Position wird er wahrscheinlich nicht direkt unterbringen. Das wäre sehr, sehr wunderlich. Aber wie gesagt, eine bessere Ecke. 1,50 Meter vom Eckpfosten weg.
Und jetzt, der Ball ist freigegeben, er hebt die Hand. Er läuft an, er schießt halb hoch vors Tor. Das war gar nicht so ungefährlich. An Freund und Feind vorbei. Da läuft der Ball fast über die Linie. Eieiei, gefühlte 10 Minuten. Und keiner schiebt die Kugel rein. Und so bleibt es beim 2:0 für unsere Offenbacher Kickers. Es geht weiter auf der rechten Seite mit dem Einwurf. Fetsch, ja, Hosina. Ah, was hat er jetzt? Abseits gepfiffen, okay. Ja, da war er am Abseits und deswegen gibt es jetzt dort Freistoß. Pirmasens aus dem eigenen Strafraum raus. Ein kalter, frostiger Wind zieht über Bibershöhen gerade. In dem Schatten ist es doch ein bisschen frostiger. So, aber jetzt erstmal der Freistoß vorne gespielt. Pirmasens schießt da Bojai an, die Nummer 17 war das, Grünnagel. Und der Ball ging erstmal jetzt aus wegen Einwurf Pirmasens. Aber da verpassen erstmal alle. Jetzt der Versuch nach vorne zu spielen, aber da ist keiner. Da kommen zwar zwei Pirmasens angelaufen, aber da stand Zeljniewski, konnte zu David Richter zurückspielen, der jetzt wiederum schnell nach vorne spielt. Ablage Pirmasens wieder. Aber erstmal auf Paul Milde, der den Ball nach vorne spielt ins Aus. Deswegen gibt es einen Wurf. Wiederum Pirmasens jetzt von derer linken Seite. Jetzt fehlt es erstmal einem Spielgerät. Jetzt muss erstmal ein neuer Ball herangebracht werden. Einwurf von der Nummer 16, Sascha Hamann. Und er wirft ihn weit nach vorne. Rusin Basic erstmal mit dem Kopf. Tuna Dennis. Paul Milde. Kopfballstaffetten. Ist ja ein bisschen wie Fußball. Fitos, der Ex-Offenbacher, hat es gleich mit zwei Rot-Weißen zu tun. Und das ist einer zu viel. Dennoch bekommt er den Einwurf zugesprochen. Das wird Hammer erledigen. Von der linken Seite schnell eingeworfen. Fitos mit der Brust hat er geschickt gemacht, ja. Und dann erst einmal ein Kerzeprotzer, so muss der OFC dann mit Okung Boba mal dazwischen gehen. Bojai, genau, abgelegt. Und Ronny Marcos, der startet jetzt den Turbo. Ja, schön rausgelegt auf Hosina. Und dort vorne in der Mitte müsste reinkommen, aber geht erst nochmal. Haken geschlagen. Ja, noch ein Haken und jetzt geht er links vorbei. Jetzt könnte die Flanke kommen, noch ein Haken geschlagen. Das war einer zu viel. Das war einer zu viel, ja. Ja, also wer die Zeit von aus Hosinas Zeit in Dresden kennt, der weiß, der hat schon hervorragend Flanken geschlagen, Tore vorbereitet, eben zwei Haken geschlagen, hat den Einwurf rausgeholt. Hätte er weiter mal nach vorne spielen sollen, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben im Ballbesitz. Und wir werden jetzt auf Höhe des 16ers den Einwurf haben. Das ist Ronny Marcos, der da werfen wird, genau. Erstmal zurückgespielt und jetzt wird er da zu Fall gebracht und es gibt da einen Freistoß für den... Nein? Sehr gute Position, wenn es doch, jetzt gibt Freistoß für den OFC. Das ist eine sehr gute Position, denn das sind ungefähr 16 Meter, aber absolut diagonal, ganz spitzer Winkel zum Tor. Und da wollen wir mal gucken, der wird sehr, sehr scharf getreten werden, weil er eben nicht... Ja, oder weil er eben ganz, ganz seitlich angesiedelt ist. Tuna Dennis, der nimmt erst nochmal einen Schluck aus dem Zaubertrank, Pulle. Ja, Zielwasser. So. Ja, solche Freistoße... Steht drauf auf dem Zielwasser, Klapsbräu. Klapsbräu, ja. Nochmal einen Schluck genommen und jetzt kommt er... Oh, Glanzstart, wieder ein klasse Reflex. Denn der OFC da nochmal reingeköpft dort vorne ins Getümmel. Neofitos, der Mann, der eigentlich für den Sturm zuständig ist, der haut das Ding dort hinten raus. Also auch wieder eine gute Aktion. Und jetzt der OFC über die rechte Seite unterwegs. Paul Milde. Ah, da gehen wir mal lieber live, genau. Naja, da wird Hand reklamiert. Aber Schiri lässt weiterspielen. Die Pirmasenser erst einmal im Vorteil. Aber Breitenbach ganz souverän hat er das Ding zu Zeljniewski gespielt. Okung Boba auf der halblinken Verbindung. Bojai nochmal zurückgespielt. Osarenren Okung Boba. Und dann ist es wieder der Pole. Ja, jetzt dirigiert er. Seine Vorderleute sollen sich dort anbieten. Und da ist er wieder am Ball. Also, er ist der Dirigent des Orchesters. Ja, ja. Und jetzt erstmal schön weit nach vorne gespielt. Gute Ballannahme von Marcos. Und dann ist wieder ein Hakenschlag. Husin Basic mit seinen langen Beinen durchs Mittelfeld zu gehen. Aber ist erstmal gestoppt. Jetzt wieder Ballverlust und Angriff Pirmasens. Links wäre er ganz frei. Zum Glück kam der Pass nicht. Jetzt wieder nach rechts raus. Aber da ist es eng auf eng. Kicker schon wieder die Wege zugestellt. Bojai versucht jetzt einen Ball zu erobern. Ronny Marcos jetzt. Also er beschäftigt gerade zwei und er holt immerhin den Einwurf gegen den OFC raus. Das hat er gar nicht so schlecht gemacht. Ja, wir
Sens schnell eingeworfen. Nochmal zurückgespielt. Und ja, der OFC denkt sich auch, jetzt stehen wir mal ein bisschen hinten drin, sodass wir dann schnell umschalten können. Warum sollen wir denen jetzt hier die Räume dazulassen? Da machen wir es ein bisschen eng dort hinten. Und jetzt kommen sie am Strafraum, im Strafraum, rechts vorbei, immer noch Pirmasens. Und dann hat er sich 3-4 mal gedreht, da wurde es ihm schwindelig und da war der Ball weg. Der OFC mit Fetsch jetzt an der Kugel, naja, Foulspiel, Schiri steht gut. Freistoß OFC. Ja, da kann man auch mal eine gelbe Karte zeigen, wenn so ein Angriff unterbunden wird. Aber jetzt gibt es einen Doppelwechsel bei Pirmasens, der da gerade vorbereitet wird. Rein kommen die Nummer 3 und die Nummer 15. Und raus geht die Nummer. Doppelwechsel. Hecker wird kommen. Und Schaus. Nico Schaus wird auch kommen. Neophytos geht, der Ex-Offenbacher. Also, das ist der Doppelwechsel. Amas. Und weiter wird's gehen mit dem OFC. Freistoß noch tief in der eigenen Hälfte. Da wir jetzt in der 71. Minute sind, also 20 Minuten noch offiziell zu gehen, da ist noch was möglich, da können wir noch was machen. Ich denke auch, ja, natürlich. Wir haben ja gute Chancen gehabt. Erstmal Breitenbach, dann wieder Zurückspieler Schelnetzki. Der sucht jetzt erstmal ruhig eine Anspielstation, findet die in Okumbova. Der schlägt 2-3 Haken, ist auch alleine, deswegen kann er das auch gut machen. So nach vorne zu gehen, Paul Milde anzuspielen, der kam nicht ganz an der Ball, aber Milde versucht das wieder gut zu machen, jetzt erstmal trotzdem. Zweikampfkorner, Schelnetzki, super gelöst, da lässt ihn einfach stehen, nimmt den Ball weg. Also der gewinnt einfach jeden Zweikampf, das muss man sagen, schon wieder hier. Das ist unglaublich, das ist eine Kante. Oh, jetzt gefährlich, die Pirmasense kommen, allein aufs Tor zu, Richter. Oh, dann schießt er da übers Tor, Donnerschlag, beste Möglichkeit jetzt für die Club, für den FK Pirmasens. Den muss er machen, aber da hat der Richter gesehen und da sind ihm die Nerven durchgegangen, übers Tor. Glück gehabt, OFC. In der 71. Minute. Aber der Richter hätte ihn eh gehalten. Richter stand auf jeden Fall gut, hat vieles richtig gemacht. Jetzt geht erstmal Hosina vom Platz. Er hört. Hermes kommt. Hosina kriegt Applaus von den Fans hier. Hat ein gutes Spiel gemacht. Hermes mit seiner Schnelligkeit kommt jetzt rein. Ja. Hermes bringt jetzt das Tor. Er bringt das Tor, ja. Er hat ja auch unter der Woche ein gutes Spiel gemacht. Ihr habt es vielleicht gesehen im Hessen-Pokal. Und mit aller Schnelligkeit jetzt nochmal da vorne ein bisschen wirbeln können. Erstmal Richter, weit nach vorne gespielt. Ablage, da war er schon fast am Ball, der Hermes. Ablage, Fetsch auf Hermes. Und es gibt Freistoß, da war er ein bisschen, der Schiri ein bisschen zu, abgepfiffen. Einen Foul gesehen zu haben. Und ja, erstmal durchatmen. Der Fehlpass eben hat Pirmasens eine Schussposition gebracht. Das war ein bisschen leicht fahrlässig, aber dreist drum. Jetzt wieder so eine Chance, wo er sich durchsetzt. Aber Husin Basic mit dem langen Bein holt den Ball zurück. Und Tuna Dennis klärt erstmal. Ja, es ist ein bisschen fahrig. Da müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Pirmasens extrem bissig. Jetzt versucht das Ball vorne reinstellen. Jetzt erstmal nach vorne geklärt. Keine Gefahr. Jetzt wieder nach vorne reingespielt. Nummer 10, Eichhorn am Ball. Und kommt er jetzt zu Fall. Schiri sagt, da war nichts. Vorteil, Tuna Dennis zurückgespielt. Husin Basic. Jetzt kann er mal Hermes schicken. Schickt aber erstmal Fetsch mit dem langen Ball nach vorne. Der ist schon im Strafraum, geht weiter. Jetzt sind sie zu dritt da vorne. Er hat alle Zeit der Welt, was zu tun. Und er schießt den Ball übers Tor. Ein Field Goal. Der hat es versucht, er hätte mal ablegen sollen. Aber guter Versuch. Guter Versuch. Schön ausgespielten Konter. Da standen sie 3-3. Hätten sie mehr draus machen müssen. Fetschi, das kann er besser. 6.019, du hast gewonnen. Ja, Sensation. Du hast 800 gesagt, du bist 200 näher, ne? 5.700, du hast 5.800 Okay, da habe ich gewonnen, ja, siehst du. Du hast gewonnen, also 6.100 Zuschauer, das ist gut. Das ist sehr gut, gegen Tabellenvorletzten ist das sehr gut. Ja, absolut, ja. Aber es ist ja auch wirklich ein toller Fußballnachmittag. 4-2-6, ein Loslegung. Vielen Dank. So, Pirmasens wieder im Ballbesitz. Erstmal aus den Icon rein. Gehen zu ins Mittelfeld, Tuna Dennis geht dazwischen, aber kann den Ball nicht stoppen. Die Nummer 21 jetzt erstmal wieder. Das ist Adestani. Claire holt einen Einwurf, den es gleich Hamann bringen wird. Und nach vorne geworfen, Breitenbach mit der Ball stört so, dass Tuna Dennis den Ball nach vorne schlagen kann. Erstmal die Nummer 6, Gries am Ball. Wenn der Paul Milde jetzt läuft den Ball jetzt ab, kann zum Einwurf klären. Einwurf Pirmasens. Schnell ausgeführt.
versucht der Flanke erstmal nach vorne wieder, aber abseits, da stand er im Abseits. Also ein fruchtloser Angriff. Noch kommt für Pirmasens hier nichts Zählbares raus. Wie gesagt, die spielen gut mit. Die haben einen hohen Einsatz hier, die haben sie noch nicht aufgegeben. Aber es steht nach wie vor 2-0 für den UFC. Es kriegt Fetsch nochmal Sonderanweisungen vom Trainer. Und David Fetsch ist ja der verlängerte Arm des Trainers dort im Team. Und er hat jetzt Instruktionen bekommen und die wird er, so wie ich ihn kenne, auch gleich weitergeben an seine Kollegen. Jetzt muss er erstmal hochsteigen zum Kopfball Hossein Basic im nächsten Versuch. Ja, aber die Pirmasenser erst einmal aus der Zentrale kommend, geblockt, dann geht's hin und her, Hossein Basic. Ja, Boyai, jetzt kann er sich befreien, da geht er über die halblinke Verbindung. Ja, jetzt rausgelegt. Und dann kommt er zurück auf Boyai, jetzt dann in die Mitte reinziehen. Lukas Hermes war das, noch einmal, vielleicht jetzt Pressschlag. Immer noch nicht, da hat hinten rausgeklärt die Pirmasenser. Das ist die Möglichkeit, Lukas Hermes erneut. Ja, und jetzt haben sie dann das Ding brachial erstmal auf die Waldemar-Klein-Tribüne geschlagen. Und so wird es Einwurf geben für den OFC. Ronny Marcos schickt sich an, genau diesen auszuführen. Das Ganze jetzt exakt in der 76. Minute. Und da wird ja die Schlussviertelstunde eingeläutet. Ihr hört es von der Kleintribüne. Hermes schön durch. Ah, nochmal einen Haken geschlagen in die Mitte rein. Tunnel Dennis zieht ab. Aber dann links am Tor vorbei. Ecke, Ecke, Ecke wird es geben von der linken Seite. Und hört nur, was hier los ist im Tollhaus am Biberer Berg. Also, Eckball und 76. Minute, 2-0 steht's. Jetzt die nächste Möglichkeit von der linken Seite. Jetzt kommt er reingeflogen in den Fünfer. Tor, Czerniecki, Fetsch macht ihn endgültig rein. Czerniecki hat ihn auf die Linie geboxiert. Und Fetsch, der steht da, wo ein Fetsch stehen muss. Donnerschlag. Ein schön herausgespieltes Tor. Also die Szenen davor, die zu der Ecke geführt haben. Das Tor an sich war natürlich keine Standardsituation. Jetzt seht ihr es nochmal. Die Ecke kommt hoch rein. Verlängert und Fetsch schützt da richtig. Eigentlich hat da schon Czerniecki fast im Tor untergebracht. Und jetzt seht es nochmal. Die Flanke kommt hervorragend geschossen rein. Czerniecki mit zu viel Platz da auch. Verlängert auf das Tor. Und da erst an den Pfosten und Fetsch macht ihn dann rein. Hervorragend gemacht. Also ich habe mich ja schon ganz früh, schon in der 55. Minute, so früh wie noch nie zuvor festgelegt. Aber jetzt bist doch du Kleingläubiger dabei. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Ich denke nicht, ich denke nicht. Das waren sie gut gemacht. Vorher vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Versucht den Ball reinzutragen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Pirmasens jetzt reagiert. Sind wir uns einig, so arg hoch verlieren wir heute nicht mehr. Arg hoch wird es keine Niederlage sein, nein, ach. Warum sollen wir so negativ sein? Es ist alles gut, wir haben eine 3-0-Führung. Es läuft hervorragend für uns. Es ist ein wunderbarer Fußballnachmittag. Ich wiederhole mich da. Jetzt wieder. Der versucht zu stören. Pirmasens muss hintenrum spielen. Und für die, ich wiederhole mich, es wird nicht leichter. Es ist natürlich frustrierend, wenn man so engagiert spielt und dann 3 Tore reinbekommt. Aber das soll nicht unser Problem sein. Wir erstmal mit der Balleroberung wieder. Das war Schellen, jetzt geht er, macht ein super Spiel heute. Für mich der Mann des Tages. Der haut richtig, richtig sich heute rein. Und ja, Pirmasens, ja, jetzt ein bisschen Tempo raus. Jetzt sind sie erstmal ja, ein bisschen aufgesteckt vielleicht. Erstmal wieder sortieren, Kopf wieder freikriegen. Ob sie nochmal zurückkommen, glaube ich nicht. Aber Fett stört jetzt hier. Die Nummer 23 war gerade am Ball und jetzt Okumbuwa. Erstmal wieder den langen Fuß dazu, mit dem langen Bein dazwischen. Und jetzt Doppelpassspiel in der Außenlinie. Jetzt könnte wieder gehen. Jetzt haben sie ein bisschen Platz. Hermes jetzt mit dem Ball. Jetzt kann man nach vorne nochmal Tunay Dennis schicken. Aber Dennis Tunay schicken. Also weiter geht's mit Pirmasens. Halbrechte Verbindung. Ah, haben natürlich jetzt auch verstanden, dass sie das Spiel nicht mehr gewinnen. Was sollen sie machen? Jetzt geht es wahrscheinlich um Schadensbegrenzung. Und der UFC wieder im Vorwärtsgang. Paul Milde, Dunay Dennis. Ja, da, die Idee war gut. An der Ausführung hat es ein bisschen gehängt. Cedo Ristić hat den Ball. Er will einwerfen, aber nein. Hamann, der Pirmasenser, hat den Einwurf ausgeführt. Und da haben wir jetzt nochmal dort oben auf der Anzeigetafel hier die Szene, die wir hier im Kickers TV eingespielt haben. Also weiter geht's jetzt hier über links. Und
Das war das Tor, genau. Fetsch bekommen die Zuschauer jetzt hier nochmal gezeigt. Und da Fetsch, ja, da hat der Hermes wunderbar geschickt. Und der Linienrichter, der steht gut, hat das gesehen und geahndet. Gelb gibt's hier für den Bösewicht. Das ist Moritz Zimmer. Aber gut, ganz so schlimm war es nicht, aber gelb allemal. Und so gibt es Freistoß für den OFC. In der jetzt 80. Spielminute. Ein Wechsel bahnt sich an auf Offenbacher Seite oder sogar ein Doppelwechsel. Was sehen wir denn da? Ein Doppelwechsel, ja. Ja, das Foul war nicht böse, aber es war wichtig für Pirmasens. Da wäre er nämlich durch gewesen. Deswegen hat Fetsch sich auch geärgert. Es war zwar erst die Mittellinie, aber danach kam nicht mehr viel. Und jetzt erstmal Jason Breitenbach mit dem Querpass. Ogunbowa nimmt den Ball an. Spielt ihn erstmal nach vorne. Ablage Fetsch, der hat ihn erstmal. Und da hat er Hand gepfiffen. Da ist ihm der Ball in die Hand gesprungen. Naja, gut. Der Schiri wird es richtig gesehen haben. Der stand da ganz gut. Und wie du schon gesagt hast, hier bereitet sich ein Doppelwechsel beim OFC vor. Aber erstmal wieder Pirmasens. Die Klub. Über rechts. Jetzt zurückgespielt über die Mitte. Noch weit hinten, jetzt Richtung der Mittellinie erstmal, da so nach vorne zu gehen. Doppelpass im Mittelfeld. Jetzt geht Tuna Dennis dazwischen, stört erstmal Hermes. Versucht da die Wege zuzustellen, macht er auch. Geht in zwei Kampf rein, stören. Mit großem Engagement, mit Händen und Füßen. Oh, da kann man hinten rein. Ogunbowa geklärt, Boyai weitergeschlagen. Und jetzt Tuna Dennis, da muss er Hermes schicken. Ah, was machst du? Ja, komm, weg mit der Gulla. Das war nicht gut. Und so kommen die Pirmasenser jetzt am Strafraum, schon relativ gefährlich. Ja, in der Drehung links an den Pfosten, ganz knapp links vorbei. Gute Möglichkeit, Ausgangsposition war Tuna Dennis, der den Ball dort vertändelt hatte. Tja, und jetzt gibt es den Doppelwechsel. Mesanovic wird kommen und Ramay, Elsamed Ramay. Und Mesanovic, das freut mich auch für den Jungen. Und hört nur, was hier los ist. Riesenstimmung auf Ibershöhen. Und ebenfalls vom Platz geht die Nummer 25, Matthias Fetsch. Und wir begrüßen euch mit der Nummer 14, Isomat Ramay. Also habt ihr den Wechsel mitbekommen. Das Ganze in der 82. Minute. Jetzt Abstoß, David Richter. Der souveräne Schlussmann. Oh, abschlagen, das kann er auch. Guck mal hier, 70 Meter. Und vorne Ramay, gerade eben erst eingewechselt. Der sprintet den Ball schon entgegen. Lukas Hermes. Und Ronny Marcos auf der linken Seite. Ja, ist toll, dass wir immer von der Bank nochmal so richtig Schwung bringen können, ne? Mit Lukas Hermes, mit Ramay und so, das sind ja schnelle Flitzer. Das sind schnelle Flitzer, ja, die haben sie auch in die Spiele, wo sie reinkommen, immer reingeschmissen, haben ihre Aufstellung dann auch die Einwechslung gerechtfertigt, dass sie ihre Spielzeit kriegen. Jetzt Freistoß OFC und die Fans feiern, es ist schön anzuschauen. Es ist eine bombastische Stimmung hier, schade für all die, die nicht hergekommen sind. Ein Fußballfest, wir führen 3:0. 82. Spielminute. Gute Freistoßposition. Es wurde eine Flanke geben vors Tor. Kommt jetzt rein. Hochgeschossen. Chelnyetski da. Ogunbowa da. Erstmal rausgeköpft. Jetzt Versuch. Er geht Richtung Eckfahne. Kann sich nicht. Doch kann den Ball noch reinbringen. Und dann Pirmasens erstmal wieder rausspielen. Das war nämlich Ramay, der frisch eingewechselte Offenbacher. Hey, was ist jetzt? Was ist jetzt? Und dann kommt der OFC. Ja, erstmal Ballverlust. Mesanovic, genau. Ja, da war Mesanovic das erste Mal am Ball. Der bringt es auch gut rein. Er will zeigen, dass er auch kicken kann. Jetzt hier schönes Zuspiel. Immer noch hoher Einsatz. Sie führen 3-0, aber sie geben nicht klein bei. Sie spielen weiter. Also die Kickers. Versucht davor vorzukommen. Da kam die Grätsche. Ecke wird es geben von der rechten Seite. Präsentiert von Paddy Protect. Mit der neuen Gesichtscreme. Die braucht es jetzt unbedingt, wo es jetzt wieder schönes Wetter wird. Also von der rechten Seite. Der OFC. Paul Milde mit dem Eckstoß. 84. Minute. 4:0, Fragezeichen. Mal schauen. Verdient hätten sie es, Paul Milde. Der Ball hat sich zurechtgelegt. Kommt gut rein. Sehen wir jetzt schon. Ja, zu weit, da stand dann leider keiner. Trotzdem gut geschossen.
Hat sich Jochen Brufer ein bisschen verschätzt und jetzt erstmal den Ball zurückholen, den Konter unterbinden. Zumindest lange genug gestört, bis die Verteidiger hin sind. Das haben sie schon mal gemacht. Und ja, wo soll er hin? Jetzt kam mal das Foul da dann leicht von hinten. Das war das Foul. Deswegen jetzt erstmal Freistoß genau vor der Waldemar Kleinen Tribüne für Pirmasens. Ja, die Kickers sind noch torhungrig, ne? Sie wollen noch weiter. Andacic wird wohl auch noch mal kommen jetzt, oder? Ja, genau, der nächste Wechsel. Andacic und Tuma. Ja, verdient haben sie sich. Verdient haben sie es bei den letzten Spielen, haben gut gespielt. Jetzt wieder Milde vorne. 1 gegen 1. Erstmal Kurzpassspiel mit Ramay, aber leider der Ball wieder weg. Wie du schon gesagt hast, Andacic steht da und Tuma. Die werden gleich beide ins Spiel kommen. Und jetzt ist es soweit, jetzt kommt der Wechsel. Ja, es ist wirklich ein toller Tag. Herrlicher Sonnenschein auf Biebershöhen. Richtig schöne Kulisse. Über 6.000 Zuschauer gegen den Tabellenvorletzten. Und der OFC führt 3:0. Und unsere ukrainischen Freunde, ihr habt es gehört, Soldaten für die Freiheit schauen gerade Kickers TV. Wir grüßen sie zurück und erfreuen sie auch ein bisschen mit dem tollen Fußball. Husen Basic und Ronny Marcos gehen vom Platz. Tuma und Andacic kommen. Das macht richtig Spaß. 5 Minuten noch zu gehen. Und ich würde sagen, die Festspiele, sie nehmen ihren Lauf. Das ist der 5. Pflichtspielsieg in Folge. So ist es, genau. Und er war zu keiner Zeit wirklich gefährdet. Jetzt wieder Milde mit der Balleroberung. Da hat der Paul Milde griechisch-römisch angesetzt zum Schulterwurf. Also ich weiß nicht, dass er nicht hier beim Ringen ist. Ja. Da mit Geschwindigkeit, da ist er dazwischen gestoben und wollte den Ball holen, hat ihn gekriegt und dann gab es das Foul. Da sieht das jetzt nochmal, da geht er durch und jetzt zack. Da hat er ihn rumgerissen. Flavitsch gepackt. Musste er tun, sonst wäre er auch wieder weit schnell durchgegangen. Genau, schon im Sprint gewesen mit dem Ball. Das wäre nochmal gefährlich geworden. Jetzt erstmal Andacic mit dem ersten Ballkontakt nach der Einwechslung. Schön auf die andere Seite. Das ist Tuma. Der kann jetzt wieder gehen. Gegen 2 setzt sich da trotzdem durch, ist im Strafraum und holt eine Ecke für den OFC raus. Das hat er gut gemacht. Ja, auch die Bande kann Tuma nicht aufhalten. Er rennt einfach weiter, als ob da nichts wäre. Und so gibt es Eckball für die Kickers von der linken Seite. Paul Milde, der trabt dort langsam hin. Wohlwissend, das Spiel, das ist ohnehin geschaukelt. Der OFC, der fährt den Dreier ein. Mindestens mit einem Torverhältnis von +3 heute aus dem Spiel kommend. Sieht das ganz, ganz gut aus, was die Tabellenspitze angeht. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Und das Double, das haben wir noch fest im Blick. Also jetzt kommt er reingeflogen. Naja, erst einmal mit der Faust abgewehrt. Und da war dann auch ein Stürmerfoul. Und so wird es Abstoß geben hier vom Pirmasenser Tor. Ja. Ich habe es ja damals gesagt, als alle hier geflucht haben. Habe ich gesagt, am Ende aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Und jetzt sind wir so dicke wieder da, das Double ist möglich. Natürlich ist das möglich, ja. Wir haben auch noch reichlich Spiele vor uns. Es gibt jetzt, glaube ich, noch 8 Spiele in der Liga. Es sind noch viele, viele Punkte. Und Richter erstmal spielt gut mit. Ja, ein bisschen Leid tun kann eigentlich Jan Schulz, der Torhüter von Pirmasens, hat ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem dreimal hinter sich greifen müssen. Jetzt wieder schön erstmal die Balleroberung auf linken Seite, aber da war er wohl im Abseits. Deswegen gibt es da jetzt wieder Freistoß. Offenbar ist nicht im Abseits. Ja, per Definition nicht, aber manchmal ist das Faktische dann doch entgegen unserer Einschätzung. Deswegen gab es jetzt hier den Schärfsten für den Freistoß. Pirmasens. Nummer 23 da jetzt am Ball. CSD, der gerade die gelbe Karte bekommen hat. Und bringt den Ball nochmal nach vorne, aber er wird abseits reklamiert, aber war wohl nicht. Nummer 10 noch am Ball von Pirmasens. Eichhorn, wie gesagt, der verletzt kam. Jetzt schöne Balleroberung, das hat er sehr gut gemacht. Platz für die Kickers, aber der Schiri, der sagt nein. Freistoß wird es geben für Pirmasens, also genau andersrum. Denn da war der Offenbacher Angriff schon voll im Laufen. Aber wie gesagt, Foulspieler an Grünnagel, der liegt dort unten. Und der ist jetzt auch ausgeführt. Julian Kern. Und das ist Hamann im Mittelfeld. Versuchen sie jetzt nochmal zu operieren. Rechts rausgelegt. Naja, die Offenbacher stellen natürlich den Raum jetzt hinten zu. Da ist nichts zu machen. Ah, oh,
jetzt zieht er nochmal ab. Hast du das gesehen? Richter ganz cool den Fuß hingehalten. Es war natürlich vorher gepfiffen, das hat er auch gesehen, aber er hätte ihn zur Not auch einfach so mit dem Fuß mal abgewehrt. Ja, klar. Ja, das kann er. Na, das hat er cool gemacht. Ja, Okunbo war da, wollte den Ball behaupten, wurde ein bisschen von hinten gerissen, gezerrt. Und bei dem hat man sowieso den Eindruck, ne? Also den kann gar nichts aus der Ruhe bringen, den Richter, oder? Der ist der allercoolste überhaupt. Ja, also Flauder mit der Verletzung, das war schlimm, aber was Richter, wie schnell er hier in die Mannschaft reinkam, wie er hinten der Rückhalt geworden ist in der Verteidigung, alle Ehrenwert, das hat er richtig stark gemacht. Und jetzt Andercic wieder das erste Mal am Ball, lässt den Gegner aussteigen, kann jetzt erstmal in Ruhe auf den Ebensatz angewechselten Mesanovic spielen. Jetzt auch Bova erstmal wieder am Ball, haben sie gut gemacht. Links jetzt wieder viel Platz, da können wir nochmal nach vorne gehen. Wir schauen, ob wir da jetzt was, vielleicht das 4-0 hinkriegen, mal gucken. Muss gegen einen, verliert er erstmal den Ball, ja. Aber das war Tuma und der setzt aber jetzt nach und die Pirmasensa. Ja, sind dort nur zweiter Sieger. Der OFC wieder zurück im Ballbesitz über Zelenetski. Und Andercic, der auch mit tollen Leistungen geglänzt hat. Zuletzt Hermes. Ja, Ball im Seitenhaus. Einwurf OFC. Einwurf OFC und wir haben... Die Schlussminute ist eigentlich schon rum. Ja, eigentlich könnte er abpfeifen. Wir hätten nichts dagegen, aber wir können auch noch einen machen. Ja, wir können nochmal jetzt der Versuch eben auch. Da ist er auch durch. Kann es schon mal schön gehen. Jetzt müsste in der Mitte nur jemand mitgehen, aber jetzt muss er alleine irgendwie durch den Strafraum klarkommen. Und jetzt, ja, da war es Jan Schulz zu viel. Und das was? Ist der OFC gewinnt mit 3:0. Absolut verdient. Und wir zeigen euch jetzt nochmal die Tore des Tages. Es begann mit Tonai Dennis. Tollen Freistoß, 19,5 Meter. Da läuft dann. Und dann macht zack, links unten, links oben hat es eingeschlagen, genau. Also das war der Auftakt, dann kam es hier zum 2:0. Und dann haben wir für euch auch natürlich hier das Tor zur absoluten Entscheidung. Zelenetski bis zur Linie und Fett steht da, wo er stehen muss. Die Fans, die feiern, wir auch. Am Mikro sagt tschüss, Lars Kissner. Und Björn Marz, macht's gut.